Liebe Freundinnen und Freunde, um uns an Wolfgang Popp zu erinnern und von ihm Abschied zu nehmen, sind wir heute hier zusammengekommen. Es war Wolfgangs Wunsch oder Popps Wunsch oder der Wunsch von Poppchen, wie ich ihn meistens nannte, dass wir in dieser Form an ihn denken. In den Wochen seit seinem Tod habe ich in einigen Gesprächen erlebt, dass ich es nicht vermag, meiner Trauer irgendwie Ausdruck zu verleihen. Aber es ist sehr schön gewesen und auch weiterhin so, wie heute schon, sich mit anderen an Popp zu erinnern. Und deshalb haben wir so eine Art Erinnerungsrahmen für heute geschaffen. Und ich danke allen, die an der Vorbereitung des heutigen Tages geholfen haben und allen, also die dazu beitragen, dass das heute ein angemessener Tag wird. Vielen Dank. Ich habe mich entschieden, in dieser eben geschilderten Situation Poppchen selbst sprechen zu lassen und einen kurzen Ausschnitt aus seinen Lebenserinnerungen vorzulesen, die er Mein Leben genannt hat, Mein Leben, Schwul und Pazifist. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir die Veröffentlichung irgendwie ermöglichen wollen, sodass wir dann auch alle noch irgendwann Gelegenheit bekommen, das schriftlich nachzulesen, was er von seinem Leben zu vermitteln hat. Zuvor noch einen organisatorischen Hinweis für die Veranstaltung hier im ZFK. Das war ja seine Wirkungsstätte, wobei er natürlich hauptsächlich eine Etage drüber in der Wohnung gearbeitet hat. Aber wir haben ja auch hier unten gemeinsam viele, viele Veranstaltungen gemacht. Wir haben ungefähr 2 Stunden eingeplant für diese Veranstaltung. Und dann ist ja noch die Möglichkeit, zur Grabstelle zu gehen, beziehungsweise vorher den Weg zu nehmen, den er und ich jeden Tag eigentlich gegangen bzw. gefahren sind. Dazu sage ich dann nachher am Ende der hiesigen Veranstaltung noch etwas. Popp schreibt im Kapitel 1, das er Kindheit und Jugend nennt. Jetzt zitiere ich mal einen kleinen Ausschnitt. Ich bin im Jahr des Unheils 1935 im mittelfränkischen Alten Mur, heute Mur am See, geboren. In diesem Jahr wurden von der Nazi-Regierung die sogenannten Nürnberger Gesetze verabschiedet, die die Juden zu Bürgern zweiter Klasse machten und damit die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden einleiteten. Und Hitler begann, mit massiver Unterstützung der Rüstungsindustrie entgegen den Versailler Auflagen zur Beschränkung der deutschen Reichswehr eine riesige Wehrmacht aufzustellen, mit der er wenig später den Weltkrieg anzettelte. Keine guten Auspizien für mein Leben. Sie werden mein ganzes Leben mehr oder weniger intensiv prägen. Allerdings war es auch das Jahr, in dem der im NS-Konzentrationslager sitzende Friedenskämpfer und Antifaschist Karl von Ossietzky den Friedensnobelpreis verliehen bekam, den er nie entgegennehmen durfte. Auch das wird mich nachhaltig prägen, schreibt Popp. Als ich zur Schule kam, die im unmittelbar benachbarten neuen Schulhaus stattfand, kam ich zuerst zu Fräulein Kugler. Sie war eine gutmütige und gewissenhafte Lehrerin, die mir mit großer Geduld das Schreiben mit der rechten Hand beibrachte, obwohl ich Linkshänder bin. Ich habe es überstanden und ich war ihr noch als Student dankbar, denn ich konnte natürlich, wenn auch sehr krackelig, automatisch mit der Linken schreiben. Im Studium nun bewährte sich das,
da ich beim Abschreiben von Zitaten aus Büchern je nach Seitenlage sowohl die rechte als auch die linke Hand einsetzen konnte. Fräulein Kugler ging in unserem Haus ein und aus und war mit meinen beiden Eltern befreundet. Ich habe sie noch einmal nach Jahrzehnten als pensionierte Lehrerin in Nürnberg aufgesucht, um sie im Rahmen eines Forschungsprojekts nach ihren Erfahrungen und ihrem Verhalten im NS-Faschismus zu befragen. Sie war so unschuldig, wie sie mir als Schüler erschien, wollte nichts mitgekriegt haben, obwohl sie mit den Eltern nicht nur brieflich verbunden war. Ich glaubte ihr kein Wort, aber die gleiche Erfahrung machten wir bei den meisten anderen alten Lehrern, die wir damals befragten. Nach Fräulein Kugler kam ein strammer Nationalsozialist als Lehrer über mich, der mir vergeblich das Strammstehen beibringen wollte. Er hatte einen gelähmten linken Arm und ging nur noch hinkend, war demnach als kriegsuntauglich an uns Kinder losgelassen worden. Wir nannten ihn Hinkebein, duckten uns im Unterricht nach Möglichkeit unter ihm weg und gingen ihm in der Dorföffentlichkeit aus dem Weg. Seitdem entstand mein angespanntes Verhältnis zur Schule, das ich wohl erst überwand, als ich selbst Lehrer ausbildete. Den Vater habe ich nicht als Lehrer gehabt, aber ich erinnere mich an die Gelassenheit, mit der er die Kinder und Jugendlichen in den Pausen auf der Dorfstraße im Zaum hielt. Wahrscheinlich war er damals als Lehrer vor allem aufgrund seiner Persönlichkeit anerkannt und weniger wegen seines Erziehungsstils. So ein paar weitere Zeilen dann zum Ende der heutigen Veranstaltung. Soweit also der Pop. Ja, man kann ruhig klatschen. Wenn man Es war ja wirklich sein Wunsch, dass wir nicht hier in Trauer jetzt verharren und an ihn denken, sondern dass wir das schon auch in fröhlicher Runde machen wollen und so in dem Gedanken, dass er immer jetzt bei uns ist und wer weiß, vielleicht hört er ja auch was. So, ich habe jetzt hier eine längere Rednerliste und rufe jetzt erstmal die Petra Kölsch auf. Am besten wird sein, dass jeder sich selbst kurz auch vorstellt oder sagt, kommt sowieso im Text. Okay, ich bitte um Musik. Ja, ich denke, jedem ist die Melodie bekannt. Tatortmelodie, einer von Wolfgangs Lieblingskrimis. Wir sind hier heute alle als Zeugen geladen, um gemeinsam auf Spurensuche zu gehen, uns zu erinnern und Abschied zu nehmen. Wer war dieser Mann? An was erinnert ihr euch? Und was ist das eigentlich? Erinnerung. Ein Wort, mit dessen Bedeutung sich Wolfgang in seinem gemeinsamen Buch mit Bernhard beschäftigt hat. Er schreibt: Ich erinnere etwas, oder heute geläufiger, ich erinnere mich an etwas. Und etwas erinnert mich an etwas. Das Wort erinnern verweist auf eine Raumdimension, und zwar mit zwei Bewegungsrichtungen. Von innen kommend und nach innen strebend. Was ich erinnern kann, muss ich erfahren haben. Und als gespeicherte Erfahrung kommt es mir beim Erinnern aus dem Inneren zurück. Der Mensch lebt sein Leben in einer Zeitfolge von unendlich vielen Situationen, die für sein Bewusstsein flüchtig bleiben und vergessen werden. Nur die für ihn wichtigen prägen sich ein. Er erlebt sie und speichert sie als Erlebnisse in seinem Inneren ab. Aber nur einige Erlebnisse gewinnen eine Schlüsselfunktion für die Lebensbewältigung. Sie werden zu Erkenntnissen.
Liebe Freunde, wie es in Krimis so ist, möchte ich ein paar Worte dazu verlieren. Besser gesagt, in Krimis sind immer alle Leute als Zeugen geladen und stehen vor einem großen Tableau der Fakten. Für mich war Wolfgang Popp ein Mann der Tat. Und vielleicht sollte ich mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Petra Kölsch. Ich bin die Partnerin von Jan und seit 4 Jahren im ZFK als Grafikerin tätig. Eine kurze Zeitspanne, in der ich Wolfgang kennenlernen durfte. Ich erinnere mich eher an ihn in seinem Sessel sitzend, lesen, bescheiden und zurückgezogen, nachmittags mit Bernhard auf die Piste rollen, stets neugierig, was so im Dunkelcafé los ist, und vor allem hat er meine Arbeit immer sehr geschätzt. Und doch gibt es da ein Schlüsselerlebnis, ganz zu Anfang, als ich Wolfgang kennenlernte und mit meiner Tochter, die zu dem Zeitpunkt 12 Jahre alt war, zu Besuch kam. Die zwei sahen sich und hatten direkt einen guten Draht zueinander. Wolfgang sagte: "Und Panthea, was macht ihr gerade im Deutschunterricht?" Und Panthea sagte: "Wir lesen ein Gedicht von Goethe." Ich sah das Strahlen in Wolfgangs Gesicht. Und er sagte: "Petra, gehst du bitte mal an den großen Schrank? Da ist ein dickes, altes Buch von Goethe, nur mit Gedichten, und gib's mir." Ich nahm das Buch, gab es Wolfgang, er blickte Panthea an und sagte: "Wenn dir Gedichte von Goethe so gut gefallen, darfst du dieses Buch mitnehmen und lesen." Ich sah, wie meine Tochter ziemlich verdutzt war, und kaum standen wir vor der Tür, sprudelte aus ihr raus: "Nee, Mama, das ist ja so ein Opa, wie man sich den vorstellt. So richtig süß zum Knuddeln. Aber hör mal, der kennt mich überhaupt gar nicht. Und trotzdem gibt er mir so ein teures Buch." Ich sag: "Und, was sagt dir das?" "Dass er mir vertraut." Und ich sag: "Ja, Panthea, wer so einen großen Vertrauensvorschuss bekommt, sollte den auch nicht enttäuschen. Also geh ordentlich mit dem Buch um und gib es auch wieder zurück." Sie hat es tatsächlich stolz mit in die Schule genommen, gelesen und auch wieder zurückgegeben. Für mich war das aber der Moment, wo ich wusste, er ist ein großer Menschenfreund und sehr großzügig. Dieses Tableau habe ich eben vergessen zu sagen, die ganzen Tatorte von Wolfgang. Ich möchte die nicht einzeln aufführen, weil ich denke, dass heute einige Gäste aus den verschiedenen Bereichen noch einiges dazu sagen werden. Mich aber hat Wolfgang beeindruckt und für mich war die Zeit zu kurz. Ich hätte gerne mehr von ihm gelernt. Und immer, wenn sonntagsabends der Tatort läuft, sage ich schon mal zum Jan: "Ach, jetzt hat Pop in meinem Bett gelegen und auch den Tatort geguckt." Er hinterlässt uns ein großes Aufgabenfeld und es wird nicht leicht, seine Arbeit fortzuführen. Dankeschön. Ja, schön, dass ihr alle hier seid. Der Wolfgang Popp ist tot. Der Tod hat uns alle hier in den letzten Tagen, Wochen doch auch sehr bewegt. Er war nicht nur Ehemann von Wolf Bernhard, nein, er war auch von vielen von uns, die heute anwesend sind, der beste Freund, und ich kann mich selber auch dazu zählen. Wolfgang Popp hinterlässt nicht nur Familie, Freunde, sondern auch das Dunkelcafé, die Gesellschaft für Friedenserziehung, bei deren Arbeit ich ihn über 12 Jahre hinweg habe kennenlernen dürfen und die Ehre hatte, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Leider wird die Arbeit ohne Hauptsponsor hinterlassen. Ich habe ihn immer erlebt als kleinen Revoluzer, der bis zum Ende seines Lebens seinen Idealen treu geblieben ist und sie auch allen Menschen vorbildhaft vorgelebt hat. Dazu zählt unter anderem auch, dass er die Trauerfeier nicht klassisch haben wollte. Er wollte immer, dass die Menschen sich gut fühlen und nicht in Trauer leben, mit negativen Gefühlen, sondern dass die Menschen zusammenkommen in einer netten Runde, die wir hier haben,
und sich gemeinsam freuen und positiv zurückerinnern. Mit seinem großen Hirn und seinen vielen Fähigkeiten hat er es immer wieder geschafft, die Gedanken des Friedens, der Solidarität unter den Menschen in die Gesellschaft hineinzutragen, auf clevere Art und Weise. Zuletzt durch die Inklusionsarbeit des Dunkelcafés, denn Inklusion heißt Partizipation an der Gesellschaft und das ist nichts anderes als Demokratie. Er hat über 10.000 Schülern in Siegen das Dunkelcafé ermöglicht durch seine aktive Spenden und Hilfe. Er hat mir ermöglicht, als Behinderten einen Platz in der Gesellschaft zu finden, wie er doch immer für den Platz der Schwachen in der Gesellschaft geworben hat und geholfen hat, Menschen einen Platz zu finden. Sei es den Minderheiten bei Schwulen, sei es den Minderheiten behinderter Menschen oder auch der migrantischen Arbeit. Ich danke dir herzlich, Wolfgang, für die Erkenntnisse, für die Zusammenarbeit, die ich mit dir erleben durfte. Ich danke, Wolfgang, dass es dich gab. Und auch heutige Trauer, die Trauer über den Verlust, ist eigentlich nichts anderes als die Trauer über die verlorene schöne Zeit, die man noch hätte miteinander haben können. Ich danke dir, Wolfgang, dass es dich gibt. Ich danke dir im Namen von uns allen. Herzlichen Dank, schön, dass ihr hier seid. Ja, ich bin Renate Popp, die älteste Schwester von Wolfgang Popp. Und ich habe ein paar Texte von ihm, die er im Alter geschrieben hat. Der eine heißt, ach, ich habe eine Brille, was? Haha, ich denke, ich kann das nicht gut lesen. Also, Feiern im Alter. Was die Menschen sich nur immer für Gedanken machen ums Feiern. Schon als kleine Kinder sind sie ganz scharf drauf, dass ihr jeweiliger Geburtstag unbedingt der schönste und ausgefallenste in der ganzen Kindergesellschaft sein muss. Wochen vorher müssen sie entscheiden, wen sie einladen wollen und wen nicht und natürlich vor allem, was sie sich alles wünschen an unmöglichen und teuren Geschenken. Und die Erwachsenen legen sich ins Zeug, dass alles nach den Vorstellungen des Geburtstagskinds läuft, auch wenn dann jeder Geburtstag im Streit endet. Enttäuschungen und Tränen, das gehört offenbar dazu. Spätestens ab 30 Jahren ist es dann aus mit den Geburtstagfeiern. Die gleichen Menschen wollen auf einmal nicht mehr daran erinnert werden. Sie bleiben auf der 30 stehen, um nicht zugeben zu müssen, dass auch sie älter werden. Erst wenn sie notgedrungen in Rente gehen, müssen sie zugeben, dass sie inzwischen 65 sind. Ab da müssen sie wohl oder übel dulden, dass ihnen an ihren runden Geburtstagen gratuliert wird und dass sie immer fantasieloser werdende Geschenke bekommen, die sie nicht brauchen. Ich selbst kann mich eigentlich nicht an solche Kindergeburtstage erinnern, ich auch nicht. Vielleicht waren die Kriegszeit nicht gerade eine Zeit zum Feiern und die Nachkriegszeit auch nicht, in der wir ziemlich arm und froh waren, wenn wir täglich satt wurden. Ich erinnere mich nur daran, dass unser Bruder Hanni, der hier anwesend ist, als Junge sich ein wenig Taschengeld verdiente damit, einer alten Nachbarin täglich frisches Wasser aus dem Dorfbrunnen zuzutragen und einmal nicht ausgezahltes Geld von der alten Dame forderte mit der Begründung, er wolle der Mutter ein Geburtstagsgeschenk machen. Das war mitten im Sommer. Die Mutter hatte im Februar Geburtstag. Prompt kam die Nachbarin am nächsten Tag mit einer Blume, um der Mutter zum Geburtstag zu gratulieren. Obwohl es nicht um seinen eigenen Geburtstag ging, endete auch diese Feier mit Tränen und mehr einer gewaltigen Strafpredigt der Mutter. Meinen ersten bewussten Geburtstag feierte ich erst an meinem 40. Ich lud alle meine Freunde zu einem Sommerfest ein, mit einer großen Wanderung durch die Siegerländer Wälder und mit Aufgaben für die einzelnen Wandergruppen, deren Ergebnisse sie am Abend bei einem Festessen vorstellen sollte. Jede Gruppe erhielt passenden Preis. Auf diese Weise sah ich meine alten Freunde, die in der Bundesrepublik verstreut lebten, mal wieder und konnte mich für gemeinsame Aktivitäten bedanken. Das machte mir so viel Spaß, dass ich es alle 2 bis 3 Jahre wiederholte, mit stets wechselndem Programm.
Einmal einen großen Trödelmarkt, einmal eine Schubertiade, einmal zwei Kabaretten oder auch eine Busfahrt durchs schöne Siegerland. Zu meinem 80. schließlich versammelten sich noch einmal ca. 80 Freunde und Freundinnen zu einer Lesung von Lutz von Dijk, meinem langjährigen Freund aus der Pädagogenfriedensbewegung, der aus Südafrika angereist war. Das berührte mich schon sehr, dass die alle gekommen waren. Und natürlich noch mehr berührt hat mich, dass bei einer feierlichen Nachfeier meine drei Kinder mit ihren Kindern und Ehegatten sich auf den weiten Weg gemacht hatten und mir ein selbst komponiertes Ständchen brachten. Eigentlich braucht man ja keinen Geburtstag, weder als Kind noch als Erwachsener, um zu feiern. Das hat uns der Hanni vorgemacht, mit seinen prächtigen Tennisfesten jeden Sommer. Mindestens 3 Tage lang trafen sich da seine Tennisfreunde mit Jung und Alt auf dem schönen Wielenberg. Im Mittelpunkt stand natürlich der Tennisplatz, auf dem ein regelrechtes Turnier ausgetragen wurde. Aber genauso wichtig wie das Spielen war das Relaxen, sich unterhalten und sich im Schwimmbad und in der Sonne zu ahlen. Den ganzen Tag über musste das Spanferkel am Spieß gedreht und übergossen werden. Der Schnock hat es gemacht, gell, Hanni? Um am Abend in leckeren Stücken vom Spieß weg zerteilt und gegessen zu werden. Und zu jedem Ende des Festes gab es eine Siegerehrung mit originellen Preisen für jeden Teilnehmer. Ich erinnere mich noch an einen Bierkrug, den Hanni extra aus Holz hatte drechseln lassen und aus dem man nur zu zweit trinken konnte. Ein etwas zweideutiger Preis. Und ich erinnere mich natürlich, dass ich einmal einen zertrümmerten, aber vergoldeten Tennisschläger als Preis für den schlechtesten Spieler des Turniers erhielt. Oder bekam ich ihn als den besten Verlierer? Na, egal. Ich habe mich gefreut, jedenfalls so geehrt zu werden. Ein richtiger Bestandteil unserer diversen Feste waren immer die Festreden, Laudationen und Damenreden. Während ich mich bei solchen Anlässen meist eher auf die besinnliche Seite der jeweiligen Geselligkeit bezog, war Hanni unübertroffen in launigen und pfiffigen Ideen, die er in geschliffener Sprache vorzutragen wusste, wobei er stets alles auswendig im Kopf hatte. Der Eber, das war unser ältester Bruder, dagegen, der durchaus auch ein sehr, sehr geselliger Mensch war, beschränkte sich bei seinen Festen meistens darauf zu verkünden, das Buffet ist eröffnet. Womit er zugleich bewies, dass er ein echter Gourmet war. Was mich allerdings heute wundert, war, dass nie eine Frau als Festrednerin aufgetreten ist, wo doch die Frauen durchaus im Mittelpunkt unserer Feste standen und auch nicht auf den Mund gefallen sind. Darüber werde ich den Rest meines Lebens nachdenken müssen. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch weiterlesen soll. Ach ja, warte, ich muss noch was weiterlesen. Die Feste sind im Lauf der Zeit seltener geworden. Das ist ganz natürlich, wenn im Alter die Ausgelassenheit und der Sportsgeist zunehmender Reife und Gelassenheit weichen. Zuerst verlegen wir uns zunehmend auf schöne Reisen zu zweit oder in kleineren Gesellschaften, zu Sehenswürdigkeiten oder in schöne Landschaften. Dann beschränken wir uns vielleicht nur noch auf längere oder kürzere Spaziergänge und stellen fest, dass es auch in der nächsten Umgebung noch manches Schöne zu entdecken und zu bewundern gibt. Große Zusammenkünfte vermeiden wir lieber, zumal wenn wir sich selbst verantworten müssen und nicht nur Gäste sind. Das liegt nicht etwa daran, dass wir schlechter hören, uns nicht mehr so gut bewegen können, allerhand Zipperlein haben, sondern weil wir mehr und mehr in uns ruhen, selbstgenügsamer werden, nicht mehr alles miterleben müssen. Aber zum Beispiel Lotte, die da sitzt, lässt es sich nicht nehmen, mir noch zu jedem Geburtstag ein neues Buch über Gärten oder Blumen zu schenken, obwohl wir längst abgesprochen haben, uns nichts mehr zu schenken. Sie weiß, dass ich gerade jetzt im Alter Gärten und Blumen besonders liebe und mich darin nicht satt sehen kann. Ich weiß gar nicht, wo sie all diese Schätze entdeckt, aber sie muss gerade auf der ständigen Suche nach ihnen sein. Und Hanni schreibt dann immer den Begleitbrief, in den er seine bekannten Einzelbuchstabenhandschrift allerhand selbstironische und lakonische Altersweisheiten formuliert.
die durchaus nachdenkenswert sind. Ich hebe die Briefe seit einigen Jahren auf, weil sie in ihrer Schnoddrigkeit etwas von seiner Alterssicht auf das Leben verraten, die ich bewundernswert finde. Jedes Jahr hoffe ich, dass die Lotte unsere Familienverachtung für die Geburtstage wieder durchbricht, obwohl ich es ihr auch nicht übel nehme, wenn sie einmal da aufhört. Na, jetzt hat sich Hanni nach einigen verständlichen Zögern entschlossen, seinen Geburtstag, seinen 80. mit uns zu feiern. Das hat sicher einen anderen Sinn als eine rauschenden Tennisfeste. Naja, das lese ich jetzt nicht mehr weiter. Auf jeden Fall, wir gehören beide, er und Hanni, zur Generation der sogenannten Kriegskinder. Aber wir wuchsen auf dem Dorf auf, das vom Krieg so gut wie total verschont blieb. Ich erinnere mich eigentlich nur an eine SS-Einheit, die in diesem Schulhaus einquartiert war, so dass der Unterricht dankenswerterweise ausfiel. Das erhöhte die Freiheit erheblich, die wir Kinder sowieso hatten, an der Altmühle, im Wismet und in den Wäldern, wo sich vor allem Hanni gern herumtrieb. Wir erlebten durchaus besondere Kindheit, die wir höchstens durch ständige Streitereien untereinander trübten. Ich erinnere mich, dass die Mutter manchmal in Tränen darüber ausbrach, dass ausgerechnet sie solche Streithammel als Kinder haben musste. Wenn ich mir heute Kindheiten ansehe, wie oft in prekären Verhältnissen, vielleicht in zerrütteten Elternhäusern, ohne sichere Zukunftsaussichten, dann müssen wir für unsere Kinder auch im Alter noch dankbar sein. Wir haben da draußen auf der noch nicht geteerten Straße gespielt, sind auf der Schlossmauer in der Sonne gesessen und haben Eberts Freund Tutsi beneidet, der gleich nebenan wohnte in seinem Hund und mit seinem Hund in der Hundehütte schlafen durfte. Das lohnt sich, im Alter zu erinnern, und deshalb danken wir dem Hanni, dass er uns dies ermöglicht. Ich danke euch. Lieber Bernhard, liebe Katharina, die Kinder von dir, liebe Renate, Lotte und Hanni, ich möchte was sehr Persönliches nochmal in Erinnerung bringen und möchte anschließen an meine Vorrednerin, die ja nochmal betont hat, dass die Erinnerung zur Erkenntnis werden kann. Vor genau 60 Jahren war ich Weihnachten im damaligen Altenmuhr zu Weihnachten eingeladen. Und nach dem Mittagessen hat Wolfgang mich aufgefordert, einen Spaziergang mit ihm zu machen. Er hat damals gerade angefangen mit seinem Musikstudium. Und wir sind auf die Altmühlwiesen, die im Raureif lagen. Und es war eine wunderbare winterliche Stimmung. Und wir gingen einher, ohne etwas zu sagen. Plötzlich blieb Wolfgang stehen und sagte: Jörg, das ist wie in der Winterreise. Diese Winterreise hat mich und Wolfgang sehr zusammengeführt. Wir waren immer verbunden über die Musik, hauptsächlich über Schubert. Und wir haben uns sehr häufig getroffen auf Schubertiaden, auch auf seine eigenen. Und ich habe ihm sehr viel zu verdanken, dass er mir auf seine Art, die er immer mit einem strahlenden Lächeln quittierte, wenn er etwas vermitteln konnte, aus seinem unendlich großen Wissen, hat er mir etwas auf den Weg gegeben, was ich ihm sehr danke. Vielen Dank. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank.
für diese Möglichkeit zusammenzukommen. Ich bin ganz überrascht. Ich habe von Bernhard in Kapstadt 2 E-Mails bekommen. Du hast vergessen, mir die Einladung zu schicken, aber ich wusste, wann es beginnt. Und ich war nicht sicher, kommen dort 10 oder 20 Leute. Und ich bin ganz glücklich beeindruckt, wie viele Menschen zusammengekommen sind heute. Ich mach's kurz. Ich habe ein Gedicht gemacht für Wolfgang. Aber ich möchte zunächst erst nochmal Dankeschön sagen und euch begrüßen, lieber Bernhard, lieber Jan, liebe Familie. Ich weiß einiges über euch durch die Autobiografie, die ich im Manuskript lesen konnte. Und es ist wunderschön, euch heute zu sehen. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich habe, bevor ich das Gedicht vorlese, 2 Sachen mitgebracht aus den beiden Ländern, die mein Zuhause geworden sind in den letzten 35 Jahren. Vom Blumenmarkt in Amsterdam. Bernhard, wollte ich euch eine kleine Blumengemüsepflanze geben. Ich hörte eben auch noch mal, dass da noch jemand mithilft, dass ihr das Gärtnern und euch um Blumen kümmert, weitermacht. Was da rauskommt, ist eine Überraschung. Es ist ein Gemüse von Amsterdamer Blumenmarkt. Und das Zweite, ein Symbol für Zukunft, für Leben. Und das Zweite ist, mein Nachbar fragte mich eben, ob das eine afrikanische Totempuppe ist. Nein, es ist eine afrikanische Lebenspuppe, die unsere Kinder basteln, auf dem Markt verkaufen. Und ich wollte euch gern eine hier lassen. Ich weiß nicht, ob ich sie euch schon mal gezeigt habe. Ich habe auch mal eine gebastelt, da haben die Kinder aber gesagt, nee Opa, die können wir nicht auf dem Markt verkaufen. Ich habe euch deshalb eine mitgebracht, die unsere Kinder gebastelt haben fürs Leben. So, und jetzt kommt das Gedicht. Dankeschön. Für dich, lieber Wolfgang. Für dich, lieber Wolfgang, friedlicher, kämpferischer, mutiger, aufrechter, schwulliebender Freund, mit dem alles begann, damals, als wir aufstanden gegen die rüstungswahnsinnigen Kriegstreiber, wir Pädagoginnen und Pädagogen für den Frieden, die Abkürzung PPF von dir, weil es so schön passte auch mit etc. PPF, jene Zeitung, die du dann mit deinem zweiten lieben Mann Bernhard so ungebrochen herausgabst, bis vor einem Jahr, egal wie der Zeitgeist war. Dein Geist war schon immer ein Unabhängiger. Du konntest dich aufregen, richtig wunderbar wütend werden, egal was andere fanden. Ein guter Zorn, weil so menschlich, da wo andere gefährdet, bedroht, ausgegrenzt waren. Da hast du dich aufgeregt. Niemals oder selten da, wo es dich persönlich betraf, wozu du auch nicht selten Grund gehabt hättest, weil du manchen politisch nicht korrekt genug warst. Dieses eine Bild erinnere ich, werde ich immer erinnern, gern erinnern. Du auf einem Treffen von DDR-Offiziellen, richtig hochrangig, alle in diesen schrecklich schlecht sitzenden grauen Anzügen mit hässlichen Schlipsen. Du dagegen blond gelockt im viel zu weiten, vermutlich selbstgestrickten bunten Pullover. Für mich, der ich mickrige 20 Jahre jünger bin, warst du auch der erste und dann lange auch der einzige andere offen schwule Pädagoge, nicht plakativ, sondern mit angenehmster Selbstverständlichkeit. Immer und immer wieder schickten wir einander unsere Texte und Bücher, egal ob gedruckt oder unveröffentlicht. So gibt es noch immer deine wichtige Autobiografie, noch immer als Manuskript. Die sollte noch erscheinen und ich habe mich sehr gefreut, als du das eben sagtest, Bernhard. Vielleicht können wir all deine Freundinnen und Freunde daran etwas tun. Und na klar, müssen Jans Dunkelcafé und dein und Bernhard ZFK, euer Zentrum für Friedenskultur, in Siegen weitergehen. Die Abkürzung mochte ich nie mit den so deutsch zackig klingenden Buchstaben Z und K. Aber da haben wir mal drüber gelacht und es ist dann doch so geblieben. Nun bist du nicht geblieben, friedlicher, kämpferischer, mutiger, aufrechter, schwulliebender Freund. Was würdest du uns fehlen? Was fehlst du uns jetzt schon? Aber dann macht man gefälligst weiter, würdest du uns vermutlich zurufen. Und recht hast du. Die Kriegstreiber und Despoten gibt es immer noch, nur mit anderen Gesichtern, mit anderen Frisuren. Ich höre deine Stimme. Du friedlicher, du kämpferischer, du mutiger, du aufrechter, du schwulliebender Freund, Wolfgang. Dankeschön.
Also, ich bin Bettina Schröder, die Tochter von der Witsch, Wolfgangs jüngster Schwester, die ja schon vor 3 Jahren auch gestorben ist. Als Bernhard mich fragte, ob ich auch was beitragen möchte, schoss mir natürlich auch zuerst was Musikalisches durch den Sinn, aber in Ermangelung eines Klaviers habe ich mich jetzt auch auf eine Erinnerung besonnen, die mir also bis heute noch so viel Freude gibt und mich auch so bewegt hat im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin ja aufgewachsen in Wehlenberg in einem kleinen, mini-kleinen Kaff, was zum Moor am See gehört, und wir waren von daher schon erzogen zum viel zu Fuß gehen, weil unser Vater gar nicht eingesehen hat, uns für jeden Schieß da zu fahren. Da hat er ja auch völlig recht gehabt. Also wir waren das gewohnt, dass wir uns bewegen. Und wenn wir dann immer alle 2, 3 Jahre beim Wolfgang waren, die Geburtstagsfeste wurden ja schon angesprochen mit den Wanderungen. Das war für uns schon immer ein tolles Erlebnis, für mich zumindest. Und einmal, das war außerhalb eines dieser großen Geburtstage, waren wir auch so in den Pfingstferien, in den bayerischen Pfingstferien, beim Wolfgang in der Langenauer Straße, und er hatte mit einigen Freunden eine Wanderung geplant. Ich war damals 11, 12 vielleicht. Die Gruppe fuhr nach Erntebrück und ist dann zurückgewandert. Das waren so etwa 25 Kilometer, ich glaube, es waren dann ein wenig mehr. Und es war für mich eine Riesenehre, dass ich in meinem zarten Alter da mit durfte, dass man mir das zugetraut hat, so eine lange Wanderung. In meiner Erinnerung zumindest habe ich die auch gut geschafft. Es hieß, es geht immer leicht bergab. Das hat zwar nicht gestimmt. Es waren auch etliche Hügel zu erklimmen, die doch hier ja nicht so ganz ohne sind. Aber dieses Erlebnis hat mich, also das bewegt mich immer wieder, weil das einfach so schön war, in dieser Gruppe, in der Landschaft auch zu wandern. Diese sportliche Herausforderung. Und mir passiert es heute noch ganz oft. Wir leben in einer Kleinstadt, da braucht man jetzt nicht unbedingt ein Auto, aber trotzdem, manchmal ist es praktisch, und wenn mich dann die Leute fragen, auch wenn ich meiner benachbarten Ortschaft bin, ja wie, und da fährst du mit dem Fahrrad? Mittlerweile ist das bevorzugte noch vorm Laufen, weil es doch ein bisschen schneller geht. Wieso fährst du denn da nicht mit dem Auto? Und dann rutscht mir das wirklich raus, dass ich sage, da bin ich doch viel zu faul, das Auto erst aus der Garage zu holen. Und das habe ich auch mit diesen Veranstaltungen beim Wolfgang zu verdanken, und da bin ich einfach sehr froh drüber. Danke. Es ist schon so viel gesagt worden, dass, dem ich mich anschließen möchte, Erinnerungen, die meine Erfahrung, meine Erinnerungen treffen. Und Gerhard Herle, über dessen Hiersein ich mich sehr freue, hat vorhin von der Nonchalance gesprochen. Lutz van Dijk von dieser angenehmen Selbstverständlichkeit, mit der Pop alles, was ihm in den Sinn kam, getan hat, vorangetrieben hat. Diese Selbstverständlichkeit hat mich allerdings, als ich ihn kennenlernte, nämlich zu einer Sprechstunde zu Anfang meines Studiums 1992, doch sehr irritiert. Da saß ein Professor, der in dreiviertellangen Hosen mit Clogs und weit aufgeknöpftem Hawaii-Hemd seine Studenten im Sprechzimmer empfing. Und das hätte irgendwie auch schief gehen können, und ich hätte keine weitere Veranstaltung mehr bei ihm besucht oder sowas. Es ist aber ja wohltuend gewesen, auch im Nachhinein immer wohltuend gewesen, dieses irritierende Moment immer dabei zu haben, das manchmal als Spitze auch natürlich zu spüren war, dass verletzen wollte, aber immer pieken, immer die Leute weiter pieken, antreiben wollte. Meine letzte Begegnung mit Pop ist gewesen, als ich ihn mit Bernhard zusammen hier in Siegen in der Innenstadt getroffen habe und die beiden auf dem Weg zur Kirschblüte waren am Wellersberg. Und auch das, immer ein bisschen genießen, immer aber wieder aufbrechen, nicht nur sich auf den Weg machen, sondern auch den Aufbruch in Gedanken haben und sowas.
Ich will es nicht ganz lange machen. Ich hatte vor, was Pop auf jeden Fall selber zu Wort kommen zu lassen mit einer seiner oder einem Auszug aus seiner Geschichte ist mein. Alte Geschichten schreibt da drunter, aber das ist, vielleicht kennt ihr das ohnehin auch, das sind schöne, selbst auch Erinnerungen an zum Beispiel an Frankreich-Urlaube, die Pop aufgeschrieben hat. Ich habe ein Tondokument mitgebracht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir haben als Studenten gemeinsam mit ihm Hans-Henny Jahn die Straßenecke als szenische Lesung aufgeführt. Ich bin nicht mehr ganz genau sicher, wann das gewesen ist. Es muss zwischen 92 und 94 etwa gewesen sein. Ich habe eine alte Aufnahme gefunden bei mir und ein kleines Stückchen davon spiele ich euch vor. Du hast Pflichten, verrenne dich nicht, streif das Belanglose ab, schweig, wenn es Torheit wird zu reden. Du verlierst dich, du schwächst dich mit grundlosen Lebensängsten, du kriechst zu Tieren ins Stroh, weil du keinem Menschen traust. Du hast die Macht der Rede, du bist von unwiderstehlicher Gestalt, du kommst an kein Ziel, wenn du dem Weltschmerz nachhängst. Wir, die gering sind, die hungrig sind, fast unbekleidet sind, die nicht fett sind, nur mit nackter Haut schimmern, die wir wenig wissen, fast dumm sind, wenig erfuhren, dumm unter dem Himmel, dumm auf der Erde, die Entfernung der Sterne nicht kennen, nur sehen und das Gesehene nicht preisen, Kraft der Vernunft, vielmehr demütig. Wir, die nicht das Schiff auf dem Meere erfanden, nicht die stählerne Bahn erfanden, nicht beschwingte Luftvögel erfanden, nichts an Maschinen erfanden, die nicht das Geheimnis ergründeten, der Zauberchemie, der elektrischen Ströme, des schwingenden Äthers, der Wunder in Luft, in Wasser, in Erzen, die Mechanik des Geistes nicht übten, schwer atmend nur staunen, bänglich entzückt und jubelnd verzagt sind. Wir, die gering sind und ungeachtet, verstoßen fast, ungeliebt, kaum noch der Zukunft wert, gar nicht des Glücks wert befunden, weil wir Fleisch ohne Paradekleid sind, wie uns das Wachstum traf. Wir wagen die Liebe, die keiner zu schmecken uns gab, und der unwissenden Worte und Lehre und ihre Vernunft, den Ton, der die Mauern des eisernen Geistes, des herzlos Vernünftigen umbrechen soll. Denn wir sind lebendig, wir sind der milliardenste Tropfen, der nicht auf die Erde fiel und verging. Wir sind bekrustet mit dem Wunder des Daseins, von dem niemand reichlicher erhielt als wir. Doch schmerzgequält nur, wir, die gering sind, ein Spielball des Zufalls, wir, die hungrig sind, am Loch des Gefängnisses, wir, die fast unbekleidet sind, bejaucht mit der Kranken los, wir, die nicht fett sind, zu viel an Zahl, nur mit nackter Haut schimmernd, bezahlen mit Sorgen das Prangen und Wachsen. Mit Rechtlosigkeit, mit dem Schimpf unbehütet, Jagdwild gleich, ausgeliefert den Launen der Schützen zu sein. Wer Selbstmord nicht Frevel am Dasein, Gesundheit schwächer als Krankheit, Blut dünner als Luft und farblos wie Wasser, wir stürben, doch hat uns berufen, wie jedem Gesetz. Wir atmen und stehen. Wir stehen und warnen. Lasst ab! Und ich weiß, ich werde noch traurig sein, dass die Erinnerung an die Stimme, an diese sehr prägnante Stimme, verfliegen wird irgendwann. Töne verfliegen irgendwann. Und bin aber gleichzeitig dankbar dafür, dass sich diese Stimme, diese Stimmlage, das Raue
in der gesamten Familie offenbar hält und ein bisschen weiterträgt bis hin zu Bettina. Ich bin Dorothea Ime mit Bernhard, eine Sprecherin von PPF. Lieber Bernhard, lieber Wolfgang, für dich als Mann der Literatur lasse ich die Literatur sprechen. Du bist nicht mehr unter uns, aber doch lebendig in unserem Herzen, in den verschiedenen Facetten, die wir schon gehört haben. Es ist ein Text aus Luigi Nonos Oper Intoleranza. Lebendig ist, wer wach bleibt, sich den anderen schenkt, das Bessere hingibt, niemals rechnet. Lebendig ist, wer das Leben liebt, seine Begräbnisse, seine Feste, wer Märchen und Mythen auf den ödesten Bergen findet. Lebendig ist, wer das Licht erwartet in den Tagen des schwarzen Sturms, wer die stilleren Lieder ohne Geschrei und Schüsse wählt, sich zum Herbst hinwendet und nicht aufhört zu lieben. Danke. So, meine Damen und Herren, gestatten Sie mir zunächst, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Carsten Albers. Ich arbeite an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg in der Lehrerbildung. Und neben mir Alain Pierre. Ich bin Dozent an der Universität Osnabrück. Und gemeinsam setzen wir einen Teil von Wolfgangs Arbeit fort, nämlich, was viele nicht wissen, es gab nicht nur die Zeitschrift Homosexualität und Literatur beziehungsweise Forum Homosexualität und Literatur, sondern es gab auch ein jährliches kleines Treffen von literarisch Interessierten, die sich mit Texten beschäftigt haben, die etwas mit Homosexualität zu tun haben. Heute heißt das Ganze Forum Queerness in Literatur, Kultur und Medien und wir veranstalten es jetzt schon seit gut 20 Jahren. Nee, 10 Jahre. 10 Jahren haben wir das übernommen, okay, von Olaf. Okay, aber vorher gab es es auch schon und wir haben es dann halt fortgesetzt. Meine erste Begegnung mit Wolfgang Popp fand im Jahr 1992 statt und zwar anlässlich eines Vortrages. Zu dem Vortrag eingeladen hatte das Schwulenreferat der Universität Münster, wo ich damals studierte, und Wolfgang stellte sein Buch Männerliebe vor, Homosexualität und Literatur. Und dieses Buch war für uns, um das mal ganz deutlich zu sagen, eine kleine Sensation. Denn da gab es zum ersten Mal einen Band, dann auch noch in dem renommierten Metzler Verlag erschienen, der sich mit diesem Thema auf eine akademische und gleichzeitig sehr verständliche, für ein breites Publikum rezipierbare Weise beschäftigte. Und Literatur, das war für uns als Studenten etwas Identitätsstiftendes. Man muss sich vielleicht vergegenwärtigen, dass es nicht so viele Fernsehserien gab, in denen Schwule vorkamen oder andere Personen, Figuren mit irgendeiner anderen sexuellen Orientierung. Und deswegen bezogen wir halt unsere identitätsstiftenden Impulse aus der Literatur. Und über diese Literatur hatte Wolfgang jetzt dieses maßgebliche Werk geschrieben und ich werde den Abend nie vergessen, auch deswegen, weil ich damals meinen ersten Freund kennengelernt habe, denn um zu einer solchen Veranstaltung zu gehen, das kam schon so etwas wie einem Coming Out gleich. Später haben wir dann halt Wolfgang als Mentor dieses Forums, das im Waldschlösschen, Akademie Waldschlösschen in der Nähe von Göttingen stattfand, kennengelernt. Und wir haben es immer sehr geschätzt, wenn er an unseren Diskussionen teilgenommen hat, denn er hat uns alle immer mit Einsichten, Inspirationen und Anregungen versehen, auf die wir ohne ihn nie gekommen wären. Das heißt, seine Arbeit wirkt in unser aller Köpfen nach. Und seine Arbeit ist einfach deswegen so wichtig gewesen für mich im Speziellen, weil sie einfach gezeigt hat, Homosexualität ist etwas ganz Normales und wir können uns damit auf vielfältigste Weise beschäftigen, akademisch und anderweitig. Und das ist eine wichtige, finde ich, Errungenschaft dieses Buches und Wolfgangs Arbeit. Und deswegen möchte ich ihm hiermit auch in
deinem Namen und im Namen aller, die an diesem Forum teilnehmen, nochmal ganz herzlich danken. Ragan und ich haben Wolfgang kennengelernt und Bernhard kurz bevor das ZFK gegründet wurde. Und das war für uns oder für mich, ich habe damals versucht, einen Kongress für die indigenen Mapuche aus Chile zu organisieren. Und ja, der Wolfgang und Bernhard haben uns ermöglicht, das hier stattfinden zu lassen. Und bei den Mapuche war der Wolfgang auch so der Häuptling. Also das war schon so was, wo ich dachte, das war schön. Uns hat dann eine lange Zeit hier im ZFK auch verbunden, bis wir weggezogen sind. Ich habe ein Lied, was ich dem Wolfgang in der Art und Weise widme. Ihr könnt einfach hören, dann hört ihr es schon selber. Das sind alles das und das nächste sind selbstgemachte Lieder von mir. Von uns gegangen, wir wissen nicht wohin. Wir spüren dich im Wind, wir haben dich im Sinn. Finde ich, so ein bisschen ist da was mit drin. Vielleicht. Ich möchte kein Lied singen über Alltagspolitik, aber irgendwie nimmt mich das seit Jahren mit, dass so viele von uns an Hunger sterben, ein Geheimnis gut gehütet auf Erden. Darüber hören es nicht jeden Tag. Ich hab's trotzdem im Gefühl, auch wenn's keiner glauben mag, dass es mehr Tote sind, als ein Mensch verkraften kann. Und wir sind es, die nichts ändern daran. Lasst uns zusammenkommen, wir verändern damit unsere Welt. Lasst uns das Leben lieben und uns so verhalten, dass es den anderen auch gefällt. Was uns die Toten angeht, das ist doch ganz klar. Wir beuten die Ressourcen aus, Jahr für Jahr, die in ihren Ländern wachsen und liegen. Die wären besser mal dort geblieben. Stehen nicht auf und sagen nichts dagegen, sondern leben ganz selbstverständlich unser Leben, so als ob wir nichts davon wüssten und die sich alleine helfen müssten.
zusammenkommen, wir verändern damit unsere Welt. Lasst uns den Frieden lieben und uns suchen, dass es dem anderen auch gefällt. An Weihnachten tritt dann das Gewissen zutage und wir spenden viel. Keine Frage, das System bleibt erhalten, wir ändern nichts daran. Es bleibt das Gefühl, dass der Einzelne nichts ändern kann. Wir können etwas ändern, wir können etwas tun. Wir dürfen nicht nur rumsitzen und uns ausruhen. Wir haben doch dass die Menschheit zugrunde geht, ist uns nicht egal. Lasst uns zusammenkommen, wir verändern damit unsere Welt. Lasst uns den Frieden lieben und uns so verhalten, dass es den anderen auch gefällt. Es geht nicht nur um Fressen und Gefressen werden, denn wir sind Menschen und haben sowas wie Verstand. Wir nehmen unser Leben und das der anderen selbst in die Hand. Das ist der Grund, warum wir den Göttern gleichen. Durch unser Denken, Tun und Handeln stellen wir die Weichen für ein Leben in Würde und Respekt für das, was ist. Und durch unser Zutun bleibt die Welt nicht, wie sie ist. Lasst uns zusammenkommen, wir verändern damit unsere Welt. Lasst uns den Frieden lieben und uns so verhalten, dass es den Tieren auch gefällt. Von der Nähe von Marburg hier rüber gefahren und da ist mir auf dem Weg dahin sind mir zwei Lieder eingefallen, und zwar sind das jüdische Lieder. Und das ist das Besondere, wenn man sich überlegt, welche Lieder gibt es denn, die mal für den Frieden singen, die uns bewegen, die gegen den Krieg eigentlich die Stimme erheben, da gibt es nicht ganz so viele. Und eins davon, das ist eins, ich glaube, dass die Pfadfinder haben, die aus dieser Ecke kommt das, und das heißt, die Länder sollen die Waffen niederlegen und der Friede soll einziehen. Ist ein Kanon. Ich habe aber schon gemerkt, dass es nicht so einfach zu lernen ist, deswegen will ich euch jetzt nicht auf die Probe stellen, ob ihr es mitsingen könnt. Lo isagoi el goi cheret lo yelmedu ot mihama. Lo yilmedu ot milchama.
alle lernen würden, dieses Lied zu singen, in unseren Herzen zu tragen, es weiterzugeben, zu verbreiten. Stellt euch vor, es könnte kommen, dass die Welt ohne Waffen denkbar wäre, wenn es in unseren Gedanken entsteht. Ich glaube, der Wolfgang würde sich freuen, wenn wir das noch hinkriegen, bevor wir diese Erde verlassen. Und es gibt ein Lied, das heißt auf deutscher Text so ungefähr, trommle mein Herz für das Leben, singe mein Mund den Frieden, dass die Erde heller und wärmer werde. Und das ist ein Lied, das können, glaube ich, einige von euch, das ist auch ein israelisches Lied, das heißt Hine Matofo Manayim Cheve Dahim Dahim Gam Yachad. Also ich habe eben schon gehört, dass es Leute können. Also jetzt wollte ich euch bitten, dass wir dieses Lied zusammen, also alle, die es können, dass wir es zusammen spielen, singen und irgendwas, jemand die Idee, man könnte auch Instrumente da so benutzen, vielleicht Löffel an Gläser dran oder was auch immer. Aber Hine Matofo Manayim Cheve Dahim Gam Yachad Hine Matofo Manayim Shevedachim gam yachad Hine matov Shevedachim gam yachad Hine matov Shevedachim gam yachad Hine matov Wir brauchen noch ein bisschen dafür, dass wir das zusammen, dass wir so zusammen unsere Energie bringen in Liedern und das in die Welt bringen. Aber ich denke wirklich, es wäre auch, ja, in Wolfgangs Sinn, es ist ein Gruß an ihn, an uns, dass wir den Frieden in unseren Herzen tragen. Der Wolfgang war für mich ein so friedliebender Mensch. Der hat mich auch bei der letzten Begegnung hier auf eine Sache aufmerksam gemacht. Die war sehr schön, also Jan, ich weiß nicht, ob du, du kannst dich bestimmt noch erinnern, ich war bei euch und habe ein Licht gebastelt, wo man eine Kerze reinstellen kann, damit die das an Weihnachten sich hinstellen können. So, und dann hat der Wolfgang mich darauf aufmerksam gemacht, weißt du endlich, dass der Jan das überhaupt nicht sehen kann? Und ich habe gemerkt, ich habe den Jan nicht so präsent gehabt, dass mir klar war, das ist ja was überhaupt, womit du jetzt gar nichts machen kannst. Ja, du kannst es ihm ja mal reichen, dass er das mal anfassen kann. Und diese Brücke zu schlagen, wenn ich selber das noch nicht sehen kann, das Bewusstsein dafür nicht so klar habe, wie lieb, wie schön das war, so an der Hand genommen zu werden und schau doch mal. Da hat den Raum dafür einfach geöffnet, ohne dass ich mich blöd gefühlt hätte oder das Gefühl hätte, oh nein, oh, ich müsste mich da irgendwie, ja, kritisiert fühlen. Das war eine ganz schöne letzte Begegnung mit dem lieben Wolfgang, der mir im Herzen und allem. Ich entschuldige, möchte um Entschuldigung dafür bitten, dass ich mich vorgedrängelt habe, weil ich gleich noch einen Termin habe um 17 Uhr und deswegen mache ich es kurz. Ich bin ein ehemaliger Studierender von Professor Popp, kenne ihn seit 91 und kann gar nicht sagen und will auch gar nicht sagen, wie sehr ich Popp geliebt habe. Das geht nur mich was an. Popp hat es gespürt und mich immer gefördert und sehr geschätzt und recht bald auch schon als Studierender, mich nicht als einen Studierenden oder einen seiner Schüler, sondern als einen seiner Freunde vorgestellt, vor interessanten Fremden, die ich kennenlernen durfte und die mich auch durchs Leben getragen haben. Herle sitzt hier, Wolfram Setz in Hamburg, ich will gar nicht alle aufzählen, es sind unzählige, kluge, interessante Menschen, die ich durch Pop-Up kennenlernen dürfen und die mir mein Leben bereichert haben. Ich möchte ganz kurz erzählen, nein, ich habe glaube ich keine Zeit, ich mache es richtig kurz, wie Popp mich wahrgenommen hat. Das weiß ich nämlich, denn er hat es irgendwann mal in einer kleinen Runde erzählt und das hat mich sehr gefreut. Das war eben 91 im Wintersemester. Ich saß in Gedichte für die Primarstufe. Professor Popp war da mein Professor. Ich war ein junger, schüchterner Erstsemester. Dies mit dem Semestern hat sich in den Zeiten erledigt, der Rest nicht.
er erzählte später, wie er auf mich aufmerksam wurde. Und dann da sitzt nämlich ein hübscher blonder Erstsemesterstudent und sagt ein Gedicht auf, das ihn sehr irritiert hat. Erstens begeistert und zweitens dann, als ich dann irgendwann rausgerückt habe, dass wir sollten Gedichte aufsagen und sagen, was uns damit verbindet. Das war wie stellen wir uns vor, damit die Gemeinschaft ein bisschen enger wird und sich besser kennenlernen kann. Und ich habe also ein Gedicht vorgestellt, ich habe es aufgesagt, ich konnte es damals auswendig. Es hat Pop sehr gut gefallen und besonders, dass es eins von mir war. Das war, also so hat er mich kennengelernt als jungen Dichter. Und das Gedicht heißt Septembernacht und Einsamkeit. Es passt nicht ins jahreszeitliche Repertoire gerade, aber es ist auch noch ein Anfangsgedicht. Septembernacht und Einsamkeit. Ich merke schon, es ist soweit, ich werde melancholisch und ich sinniere lang und breit. Septembernacht und Einsamkeit und meine das mehr symbolisch. Die Luft war noch so lau und weich, wie Sommerluft an Düften reich, das macht es so gefährlich. Der Sommer, der dem Herbste gleich, mit Luft, die noch so lau und weich, erscheint plötzlich entbehrlich. Die Nacht lud zum Spaziergang ein. Ich wollte da nicht müßig sein und huschte aufs Trottoir. Die Nacht lud zum Spaziergang ein und ich nahm an und gehe allein. Das wird mir langsam klar. Die Häuser sehen mich nicht an, als wäre ich sonst was für einen Mann, für den Blicke nicht lohn. Als hätte ich ihnen was getan. Die Häuser sehen mich nicht an, als würde ich hier nicht wohnen. Ich gehe mit mir selbst zu zweien, red mir aus Trotz was Schönes ein bis hin zum Rummelplatz, mach kehrt, entflieh dem Lichterschein. Ich gehe mit mir selbst zu zweien und denk an meinen Schatz, doch schläft er sicherlich schon lang. Kein Mond blinkt blassblau übern Hang, bloß mich zu deprimieren. Denk an des fahlen Mondlichts Klang, doch schläft er sicherlich schon lang. Und ich will's auch probieren. Das also das Gedicht von 91. Und seitdem hat Pop nicht aufgehört, mich zu fördern. Was schlimm ist, ist Gottfried Benn, einer meiner Ikonen, mit dem Pop ein schwieriges Verhältnis hatte. Ich habe ihn, glaube ich, ein bisschen Benn näher bringen können. Er hat mir ganz viele unzählige andere Sachen, aber das habe ich auch geschafft. Das macht mich auch stolz. Was schlimm ist, passt. Es ist von 1953, aber ein schönes Gedicht. Was schlimm ist, wenn man kein Englisch kann, von einem guten englischen Kriminalroman zu hören, der nicht ins Deutsche übersetzt ist. Bei Hitze ein Bier sehen, das man nicht bezahlen kann. Einen neuen Gedanken haben, den man nicht in einen Hölderlin-Vers einwickeln kann, wie es die Professoren tun. Nachts auf Reisen Wellen schlagen hören und sich sagen, dass sie das immer tun. Sehr schlimm, das ist ein Satz, oder die Strophe hier, die denke ich mir jede Woche einmal, weil die ist so wahr. Sehr schlimm, eingeladen sein, wenn zu Hause die Räume stiller, der Kaffee besser und keine Unterhaltung nötig ist. Am schlimmsten, und dem ist Pop ja entgangen, am schlimmsten, nicht im Sommer sterben, wenn alles hell ist und die Erde für Spaten leicht. So, nach Ben kommt wieder Schwanke. Vorletztes Gedicht. Habe ich letztes Jahr geschrieben, zwei Tage nach Pops letztem Geburtstag. Das ist also vom, aufgeschrieben habe ich es hier am 7.6. Erneutes Erfinden. Das Schöne an Jahreszeiten ist, dass wieder und wieder ist Maiduft und lila Flieder sind karnevaleske Eitelkeiten und Vorfreuden. Jetzt Juni. Ein Mozart-Mai ist vorbei. Ein Frühsommer lockt mit viel Haut und Fußgängerzonen sind laut und bunt wie noch in jedem Jahr. Vor Hausecken blüht Akelei in vielerlei blau-lila Farben. Die heilt die im Winter erworbenen Narben
auf dem Gemüt verbindlich für lange. Doch nichts dauert ewig und bange stehst du in weichem Licht und wünschst dir Mut, dich zu vergeuden. Denn ob der eben vergangene Frühling dein letzter war, weißt du nicht. So, und wo wir gerade so schön runtergezogen sind, aber das passte so, es ist ja auch Juni. Kommen wir wieder zum Herbst und Gottfried Benn. Oder, nein, nicht den Herbst, sondern den Lebensherbst. So, ein posthum erschienenes Gedicht von Gottfried Benn hat er sehr spät geschrieben, 55, glaube ich. Hör zu, so wird der letzte Abend sein, wo du noch ausgehen kannst. Du rauchst die Juno Würzburger Hofbräu 3 und liest die Uno, wie sie der Spiegel sieht. Du sitzt allein an kleinem Tisch an abgeschlossenem Runddicht bei der Heizung, denn du liebst das Warme, umgeht das Menschentum und sein Gebarme, das Ehepaar und der verhasste Hund. Mehr bist du nicht. Kein Haus, kein Hügel, dein zu träumen in ein sonniges Gelände. Dich schlossen immer ziemlich enge Wände von der Geburt bis diesen Abend ein. Mehr warst du nicht. Doch Zeus und alle Macht, das All, die großen Geister, alle Sonnen sind auch für dich geschehen, durch dich geronnen. Mehr warst du nicht, beendet wie begonnen. Der letzte Abend, gute Nacht. Ja, mein Name ist Hans Wenzel. Ich war über einige Jahre hier an der Universität Siegen tätig, seit 1984. Ich habe da also ziemlich bald den Wolfgang kennengelernt und wir haben uns, wie das Herr Baldermann hat es gut geschildert vorhin, so eine Verständigung mit einem Blick. Wolfgang war jemand, der wirklich sehr schnell die Situation immer kapiert hat. Wir haben uns da sehr rasch verstanden. Ich wollte doch noch ein Wort dazu sagen über die unzähligen Veranstaltungen, Vorträge, Diskussionen, Podiumsdiskussionen innerhalb der Uni durch diese ganzen Jahre. Wolfgang und ich sind der gleiche Jahrgang. Also ich konnte das so lange bis zum Jahr 2000 verfolgen. Es verschwindet so etwas hinter diesem großartigen Projekt des Zentrums für Friedenskultur, mit welcher Konsequenz der Wolfgang damals also eine wesentliche Figur war innerhalb dieser Friedensarbeit an der Universität. Auch wie gut er kooperieren konnte. Ich erinnere mich an den Vorabend des ersten Irakkriegs. Da habe ich ihn angerufen und gefragt, wieso eigentlich an der Uni offenbar keine Veranstaltung geplant sei. Das kam nun alles ziemlich sehr schnell und plötzlich. Aber der Wolfgang hat das sofort verstanden und am nächsten Tag, ich hätte das nie machen können, aber er kannte die ganze Situation, kannte alle Leute, wusste, wie die Organisation geht am nächsten Tag. Nächsten Abend war eine Veranstaltung, die mir heute noch dem Herrn Baldermann wahrscheinlich oder vielleicht dem einen oder anderen von euch auch noch in Erinnerung ist. Die ganze Uni war da und das war in diesem neuen Uni-Gebäude die Treppe, eine Veranstaltung, die man nicht vergisst. Dann hatte er damals ja die Idee dieser Protestaktion einfach nur mit dem Schild, auf dem nur stand, nein,
ganz Siegen war voll von Nein-Schildern. Es gab kaum noch, ich weiß nicht, wie viele Autos und wie viele Haustüren, und überall klebte einfach nur das Wort Nein. Damit war schon alles klar. Mir fiel zu dieser Fähigkeit der Kooperation von Wolfgang noch ein, das wollte ich doch noch sagen. Also es war, Bernhard hat es ja auch so durch die letzten Jahre etwas mitverfolgt. Wir waren eigentlich in allem Wesentlichen der gleichen Meinung, sodass es mir schon fast unheimlich war oder heute noch fast unheimlich ist, denn also wer mich kennt, weiß ja, dass das also bei mir fast unmöglich ist mit mir gleichen Meinung, aber wir waren in der Sache uns eben einig. Ich erinnere mich an eine Kontroverse mit Wolfgang und auch mit dir, da ging es um den 20. Juli und da gingen mehrere Briefe, ich glaube mindestens 4 oder 5 Briefe zwischen uns hin und her, bis wir uns verständigt hatten. Also es war so, dass das so aussah, also mir war der 20. Juli und diese Leute sehr wichtig, weil ich also, ich kannte noch den Bruder von Adam von Trott und ich wusste, was da wirklich stattfand und was das für Leute waren. Und wir haben uns dann irgendwie auf einen Punkt geeinigt. Das war nahe dran, dass man sich wegen so einer, an diesem Punkt zerstreitet. Und das ist aber eben nicht erfolgt. Ja, also man kann nur sagen, diese Konsequenz auch in Bezug auf die Arbeit für den Frieden, das in einigermaßen im Sinne von Wolfgang fortzusetzen, ist ein sehr großer Anspruch und an uns, und wir werden uns da sehr anstrengen müssen. Ja, ich bewundere diesen Kreis, der nach nunmehr 3 Stunden immer noch aufmerksam und geduldig hier sitzt und alles über sich ergehen lässt und dann noch so viel Papier. Ich will mal versuchen, einiges zu kürzen. Zunächst zu mir, mein Name ist Werner Ertl. Ich habe Wolfgang Popp kennengelernt 1952 im Sommer. Er war damals schon in der Oberklasse, in den Oberklassen, und ich war ein kleiner Sextaner. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, Herr Nolz, für die Einladung, und einen Gruß auch an alle Freunde und die Familie Popp. Meine Erinnerungen heißen ganz schlicht Erinnerungen an Wolfgang Popp. Das kann liegen bleiben. Und beziehen sich auf diese 4 Jahre, die wir zusammen verbringen konnten. Wir haben auch zusammen im Winsbacher Knabenchor gesungen. Auch meine Freunde, die hier mitgekommen sind, Wolfgang Becker hat schon gesprochen vorhin, und Heino Becker, sein Namensvetter, aber nicht mit ihm verwandt. Wir 3 sind aus Wetter hierher gekommen. Heino Becker sogar aus Rheinfelden am Oberrhein, ich aus Wuppertal und Wolfgang aus Wetter. Also, Erinnerungen an Wolfgang Popp. Das erste Bild, was ich vor Augen habe, wenn ich an Wolfgang denke, zeigt ihn etwa 18-jährig, wie er verdrossen hinter unserem strengen und gefürchteten Deutschlatein- und Griechischlehrer Dr. Koch herläuft. Koch hat einige Seiten Papier in der Hand und es sind wohl die Blätter eines sogenannten Besinnungsaufsatzes von Wolfgang. Die beiden verschwinden in einem leerstehenden Klassenzimmer unseres humanistischen Gymnasiums, und Dr. Koch wird nun aus christlich-pietistischer Sicht dem widerborstigen Schüler Popp erklären, was an seinem Aufsatz überzogen, unreif, unchristlich und philosophisch fragwürdig ist. So wie ich Wolfgang kennengelernt habe, wird er nicht so schnell klein beigegeben haben. Unser Wolfgang war schon damals ein Intellektueller, einer, der nachdenkt, manchmal auch vordenkt, manchmal querdenkt, einer, der das Ballspiel mit Ideen, ein Ausdruck von Chesterton, dem englischen Kriminalschriftsteller, der das Ballspiel mit Ideen liebt, der seinen eigenen Weg sucht und Autoritäten, echten und angemaßten, kritisch gegenübersteht. Solche Sitzungen bei Dr. Koch wiederholten sich und dauerten oft lange. Zufällig sah ich auch, wie Wolfgang nach so einer Sitzung wieder herauskam. Er wirkte leicht erschöpft und durchaus genervt.
Denn der Dr. Koch war, wie man so sagt, ein harter Hund. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass der Lehrer die Diskussion mit Wolfgang in gewisser Weise sogar genoss wie ein Florettfechter, der einen gewandten Gegner schätzt und respektiert. Auch von uns 6 Jahre jüngeren Buben wurde Wolfgang, unser älterer Kamerad, respektiert. Es war in der 2. oder 3. Klasse, also 54 oder 55, dass er uns in einem Bibelkreis versammelte. Buben im Alter zwischen 12 und 14 Jahren. Im Rückblick erstaunt mich dieser Kreis besonders, denn 1-2 Jahre früher waren wir gelegentlich noch prügelnd aufeinander losgegangen. Es herrschte in unserem evangelisch-lutherischen Pfarrwaisenhaus, wie unser Internat damals hieß, ein rauer, mitleidloser Ton. Typ preußische Kadettenanstalt. Manchmal sogar eine Atmosphäre der Gewalt, die mich, den harmlosen Buben vom Land, erstaunte und erschreckte. Manche der Pfarrersöhne waren wohl zu Hause strenger Zucht unterworfen, im lutherischen Sinne, in dessen Vorstellung der Mensch ja böse war von Jugend an und erst in der, wie die Pfarrer sagen, Zucht und Vermahnung des Herrn von seiner natürlichen Bosheit kuriert werden musste. Dem Elternhaus entronnen waren einige meiner Kameraden die reinsten Teufel, die beispielsweise ihre Handtücher nass machten und Knoten hineinbanden, damit sie im Schlafsaal ihren Gegner umso härter treffen konnten. Das war dann schon merkwürdig, wie diese kleinen Kampfmaschinen, ein Ausdruck von Wolfgang, sich unter Wolfgangs umsichtiger Führung im Bibelkreis ernsthaft um ethische Fragen bemühten, angeleitet von dem älteren Kameraden Wolfgang, der auch auf vieles keine Antwort wusste, aber uns zum eigenen Denken in sokratischer Manier anregen wollte. Der pädagogische Eros war wohl durchaus eine der Triebfedern von Wolfgangs Engagement, das aber niemals die Grenze zur Pädophilie überschritt. Dafür war er dann doch durch das Verantwortungsgefühl und die christliche Erziehung des Lehrersohnes zu dominant. Wolfgang war ein pädagogisches Naturtalent und ein charismatischer Anführer. Es war wohl 1956, wir waren inzwischen in der 3. oder 4. Klasse, dass Wolfgang mit unserem Bibelkreis eine Fahrradtour machte. Wir waren etwa 20 Buben. Von Winsbach aus ging es über Wolframs Eschenbach nach Altenmuhr, wo Wolfgangs Vater Lehrer war, wie wir schon gehört hatten. Die Fränkische Seenplatte gab es damals noch nicht, heute heißt der Ort Mur am See. Es war ein heißer Sommertag und wir waren nach 25 Kilometer Fahrt total erschöpft. Umso herrlicher war es dann, als wir im kühlen Lehrerhaus im Treppenhaus auf den Stufen standen und jeder ein Glas kühle Milch bekam, während Wolfgang mit seinen Eltern Kaffee trank. Ist noch jemand aus der Familie Popp da, der sich daran erinnert? Ja? Aha, ja, schön. Am Nachmittag fuhren wir schließlich hoch auf den waldigen Höhenzug südlich von Mitteleschenbach. Wie heißt der eigentlich? Keinen Namen? Der Mönchswald, ja. Den wir von unserem Internat aus als dünne blaue Linie am südlichen Horizont sehen konnten und wo wir übernachteten, wenn ich mich recht erinnerte, in einem Ferienhof. Zum Abendessen kochten wir uns im Freien einen großen Topf aus mitgebrachten Erbswürsten, deren Geschmack ich jetzt nach 60 Jahren sozusagen noch auf der Zunge habe. In keinem Luxushotel hat es mir später besser geschmeckt. Auf der Heimfahrt am darauffolgenden Tag schlug das Wetter um. Der Himmel bezog sich grau. Zuerst fuhren wir, um Zeit zu gewinnen, einen steilen Abhang quer durch den Wald abwärts. Die vielen Stürze über Wurzeln und Grasbüschel machten uns nichts aus. Wir kamen alle heil unten an. Dann setzte leichter Nieselregen ein, verbunden mit einem unangenehmen Gegenwind aus Norden. Jetzt zeigten sich bei den Schwächeren und Jüngeren die ersten Ermüdungserscheinungen. Wolfgang beorderte den Schwächsten der Gruppe, sozusagen als geschwindigkeitsbestimmten Schritt an die Spitze unseres langen Zuges, ließ die Kette der Fahrradfahrer an sich vorbeiziehen und buxierte dann von seinem Fahrrad aus den Hintersten nach vorne, indem er ihm mit dem Rücken anschob. Also die 2 Fahrräder nebeneinander. Dieses Spiel machte er Dutzende von Malen, ohne Rücksicht auf seine eigene, sicher zunehmende Erschöpfung. Immer wieder rauschte Wolfgang, einen unserer Kameraden mit hoher Geschwindigkeit schiebend, an uns vorbei an die Spitze. Er wollte und musste uns ja vor dem Dunkelwerden heil ins Internat zurückbringen.
wir schafften es. Nein, er schaffte es. Wolfgang war auch als Hilfspräfekt im Internat eingesetzt und freundete sich nach kurzer Zeit mit einem Herrn Desi Lehnen an, der, von damaligem Direktor geholt, die steinzeitliche Internatserziehung auf ein neues Niveau bringen sollte. Der neue Mann war ein pädagogisches Naturtalent und bezauberte uns alle, Wolfgang eingeschlossen. Leider stellte sich nach 2 Jahren, das ist falsch, es war nur ein halbes Jahr, aber so spielt an die Erinnerung einen Streich, heraus, dass der Mann ein Hochstapler war, der sich mit falschen Abschlüssen bezüglich Abitur und Studium in unser Internat eingeschlichen hatte, was schließlich zu seiner fristlosen Entlassung führte. Im Internat führte diese Entlassung zu einer kleinen Revolution, die eine eigene Geschichte darstellt. Aber die menschliche, überaus sympathische Erscheinung dieses kultivierten, charismatischen Mannes hat bei Wolfgang sicher einen ähnlichen Eindruck hinterlassen. Zumindest glaube ich, dass dies so war wie bei uns. Denn auch wir waren von diesem Mann tief beeindruckt und haben für später daraus gelernt, dass Gut und Böse oft sehr nah beieinander wohnen können, wie Konrad Ferdinand Meyer zum Beispiel in seinem schönen Versepos Ulrich Huttens Letzte Tage sagt: Ich bin kein ausgeklügelt Buch, ich bin ein Mensch in seinem Widerspruch. Eines Tages erreichte mich ein Erinnerungsdokument Wolfgangs an seine Winsbacher Zeit. Er rekapitulierte darin, was an Winsbach gut und was an unserer Internatszeit und unseren Erziehern fragwürdig war. Unser Chorleiter Hans Tamm, langjähriger Chef des Winsbacher Knabenchores, kam dabei nicht besonders gut weg. Als ich später meinerseits den Kontakt zu Hans Tamm nach dem 50-jährigen Gründungsjubiläum des Chores wieder knüpfte, erfreute es mich, von Tamm zu hören, dass Wolfgang ihn besucht habe und offenbar seinen Frieden mit ihm gemacht hatte. Wir hatten beide gelernt, unsere einstigen Zuchtmeister aus der Distanz und als Menschen zu sehen, nicht nur als Lehrer oder Erzieher oder Vorgesetzte oder gar Quälgeister und Feinde. Als es dann später darum ging, den toten Hans Tamm gegen seine Kritiker und Verleumder öffentlich zu schützen, standen wir auf der gleichen Seite. Und damals knüpfte sich der Kontakt zwischen mir und Wolfgang neu. Er lud mich nach Siegen zu einem Besuch ein, den ich leider nicht durchführen konnte, da ich selber mehrfach hintereinander ins Krankenhaus musste. Nun ist mir Wolfgangs Tod leider zuvorgekommen. Nach Übermittlung der Todesnachricht an einen alten Bekannten aus Winsbacher Tagen bekam ich von diesem einige Bilder zugeschickt, die wohl beim letzten Klassentreffen von Wolfgangs Klasse anlässlich des 70-jährigen Chorjubiläums in Winsbach entstanden sind. Während in meiner Erinnerung von früher der junge Wolfgang eher grüblerisch ernst wirkte, manchmal sogar etwas zerquält, zweiflerisch, kritisch, sehe ich auf diesen Bildern einen lachenden, freien Menschen, der mit sich und den Seinen im Reinen ist und der offenbar den Frieden gefunden hat, für den er sich lebenslang einsetzte. Ich reihe mich mit Dank und Respekt in die Schar der Menschen ein, die Wolfgang in guter Erinnerung behalten werden. Ja, liebe Freunde und Verwandte meines Bruders Wolfgang Popp, wir in der Familie nannten ihn Wolfel. Ausgehend von den sehr unterschiedlichen Genen unserer Eltern waren wir 5 Geschwister auch sehr unterschiedlich geprägt, was vor allem bei uns 3 Buben immer nur ein gutes Jahr auseinander oft zu Streit und Raufereien führte, sodass unsere Mutter ganz verzweifelt manchmal war. Der Vater war im Krieg, anschließend bis 1949 im Internierungslager. So hat sich mein Großvater eingeschaltet und uns als pädagogische Maßnahme gleiche Kleidung verordnet. Das heißt, im Sommer barfuß oder Sandalen mit kurzfristig weißen Kniestrümpfen, Lederhosen und rot-weiß karierten Hemden und im Winter Holzpantoffel oder lederbesohlte Strümpfe und dick Wollnis von der Firma Bleile. Unsere Eltern haben ja wirklich, waren nicht gesegnet mit irdischen Gütern
haben aber jedes Opfer gebracht, dass wir Kinder studieren und einen ordentlichen Beruf ergreifen konnten. Aber die Berufswahl hat diese Unterschiede keineswegs ausgeglichen. Denn wie soll schon ein linksliberaler Schöngeist kommunizieren, tiefschürfend kommunizieren mit einem staubtrockenen Rechenknecht, freundlicher ausgedrückt Statiker wie mir, oder einem in dieser Reihenfolge Lebenskünstler, Liebhaber von Weib, Wein und Gesang und zeitweise genialen Architekten wie unserem älteren Bruder Eber, der schon vor 38 Jahren leider tödlich verunglückt ist. Was uns ganz unbewusst miteinander immer verbunden hat, war die Liebe zu unseren Eltern und vor allem die Liebe zur Musik. Ein bisschen auch die Liebe zur Literatur, wobei unsere literarischen Hausgötter, angefangen bei Fontane über Thomas Mann, Heinrich Böll bis hin zu Martin den Hart und Joachim Kaiser, unterschiedlich lange Regierungszeiten hatten. Der Wolfl hat ja, wie schon gesagt, zunächst Musik studiert und war fertig ausgebildeter Organist und Chorleiter. Und als unser Vater 1978 starb, hat die Mutter ihn gebeten, doch beim Trauergottesdienst die Orgel zu spielen. Obwohl der Wolfl damals schon längst aus der Kirche ausgetreten war und wenig Orgelübung hatte, hat er dem Wunsch entsprochen und am Anfang den Eingangschor und zum Schluss dieses wunderbare Arioso am Abend, da es kühle ward, aus der Matthäus-Passion von Bach gespielt. Und ohne miteinander zu reden, hätte jedes von uns anderen vier Geschwistern die gleiche Stückwahl für diesen Anlass getroffen. Später dann, eigentlich schon im hohen Alter, haben ganz unabhängig voneinander die Renate, der Wolfl und ich noch einmal Richard Strauss für uns entdeckt, vor allem mit dem Rosenkavalier und Arabella. Sicher auch wegen der Libretti Hugo von Hofmannsthals, aber besonders wegen solcher Szenen wie der Marschallin im Rosenkavalier, wo sie das Altwerden und den Verlust des jugendlichen Liebhabers annimmt. Unser Bruder Eber hätte sich eher eine Szene aus Arabella gewünscht, nämlich wo die strahlenschöne Arabella ihren Zukünftigen schon bei der ersten Begegnung ansingt: Nur du sollst mein Gebieter sein. Ein unerfüllter Traum vieler Männer. Ja, und so hat sich allmählich doch das Wort in den Vordergrund gedrängt vor der Musik. Selbst die Texte mancher Bach-Kantaten. Und mit zwei seiner letzten Bücher, nämlich dem Buch über Dichter und Dichtung im Dreißigjährigen Krieg und über die verfolgten Schriftsteller des Naziregimes, ist uns der Wolfl seinen Geschwistern auch gewissermaßen germanistisch nahe gekommen. Wenn ein älterer Mensch von einer unheilbaren, tödlichen Krankheit überfallen wird, stellt sich für die Verwandten und nahen Freunde die Frage, soll man ihn so kurz vor seinem Tod in seiner Schwachheit noch einmal besuchen. Wir haben das nicht gemacht, sondern sind brieflich und telefonisch mit ihm in Verbindung geblieben, natürlich hauptsächlich über den Bernhard. Aber das hindert uns nicht, das Wissen, dass es keiner so gut gekonnt hätte, die letzten Wochen und Monate vom Wolfl zu begleiten, wie der Bernhard mit Hilfe vom Jan
und dass das, glaube ich, durchaus auch so im Sinn vom Wolfe war. Das hindert uns nicht an unserer Dankbarkeit dir gegenüber, Bernhard, dass du das so gemacht hast. Dass der Wolfe schon allein aus beruflichen Gründen fest verankert war im gesellschaftlichen und Hochschulleben von Siegen, ist ja klar. Aber in seinen letzten Jahren hat er sich doch wieder sehr hingezogen gefühlt zu seiner fränkischen Heimat. Und wann immer es möglich war, sind der Bernhard und er nach Altenmuhr gefahren, um dort ein wenig einzutauchen in das sogenannte dörfliche Leben und in das Leben der Familie. Und einer der letzten Wünsche vom Wolfe war es, im Sommer noch einmal nach Altenmuhr zu kommen. Ich habe versucht, ihm das noch ein wenig schmackhaft zu machen, indem ich ihm geschildert habe, das Frühlingserwachen rings um Altenmuhr und Wehlenberg, und ihm gewünscht habe, dass er noch einmal wenigstens um Siegen herum in die freie Natur hinauskommt. Aber ein vergeblicher Wunsch. Und wenn jemand die 80 überschritten hat und ganz bewusst das Ende all seiner Träume erkannt hat, dann meine ich, ist es gut, wenn der Tod ihn erlöst von seinen Leiden. Danke. Ich habe jetzt leider ein Versäumnis begangen, nämlich ich habe den Klaus Dietermann nicht auf die Rednerliste genommen, und das möchte ich jetzt nachholen, dass wir noch ein paar Minuten uns die Zeit nehmen, seine Worte anzuhören. Ja, gestatten Sie mir 2 Minuten Nachspielzeit. Lieber Wolfgang, lieber Bernhard und Jan, verehrte Trauergemeinde, meine Damen und Herren. Erinnerung, Abschied ist ein guter Titel für das Zusammenkommen heute. Ich spreche hier als ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und für das aktive Museum Südwestfalen hier in Siegen. Vor allem aber spreche ich für mich, der ich Wolfgang 1970 erstmals begegnete. Meine Erinnerung beginnt also 1970. Ich bin Student an der damaligen Gesamthochschule Siegen, ehemals PH Siegerland, mit den Fächern Deutsch, Geschichte und Erdkunde. Wir sind gerade auf den Harder Berg umgezogen. Im gelben Hörsaal soll heute ein Neuer vortragen, Professor Dr. Wolfgang Popp. Irgendwann geht dann auch eine schmale Gestalt, Haare bis auf die Schulter, Bücher mit einem Lederriemen über die Schulter zusammengebunden, rote Korthose und Klocks die lange Treppe hinunter, um sich hinter dem Rednerpult zu platzieren. Ob meine Beschreibung so stimmt, täusche ich mich vielleicht nach 47 Jahren? Ich weiß es nicht. So bist du mir jedenfalls, lieber Wolfgang, in Erinnerung. Ich besuchte in der Folgezeit deine Seminare und Vorlesungen, machte allerdings nicht bei dir Prüfung, verliere dich dann aus den Augen. Wir sahen uns dann wieder Ende der 80er Jahre. Du bist Mitglied der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit geworden, besuchst in Siegen unsere Veranstaltungen. Im September 1989 sind wir mit einer kleinen Gruppe Siegener Pädagoginnen und Pädagogen zum Kongress nach Berlin gefahren, Pädagoginnen und Pädagogen für den Frieden. Du hattest mich eingeladen und gebeten, dort einen Workshop zu leiten, alternative Stadtrundfahrten. Diese führte ich seit 1983 regelmäßig monatlich hier in Siegen durch. Unsere Verbindung blieb dann mehr lose durch Veranstaltungen der christlich-jüdischen über Jahre bestehen. Im Jahr 2000 kauftet ihr dann dieses Haus Kölner Straße 11, ohne allerdings über Jahre zu wissen, dass es einmal dem jüdischen Kaufmann Michel Marx gehörte. Gestatten Sie mir wenige Sätze zu Michel Marx, zur Familie. Von 1900 bis 1934
war dies ein gut gehendes Konfektionsgeschäft. Hier, wo wir jetzt sitzen, war die Wand nicht, also ein großer Raum. Hier hingen die Mäntel, die Anzüge, hier fanden die Anproben statt. Hier kauften vor allen Dingen die etwas besser gestellten Siegener. Die beiden Söhne Arthur und Berthold Marx gründeten ebenfalls Bekleidungsgeschäfte in Iserlohn und Hemer. Nachdem Michel Marx 1934 verstorben war, konnte die Witwe das Haus verkaufen und es gelang ihr noch, mit dem erworbenen Bargeld ohne Zahlung der Reichsfluchtsteuer in die Niederlande zu fliehen. Dies gelang auch den Söhnen, sodass alle vereint in Amsterdam wieder ein Konfektionsgeschäft eröffneten. Nach der Eroberung unseres Nachbarlandes wurden auch dort alle jüdischen Menschen verhaftet und deportiert. Die Witwe Rosa Marx wurde in Sobibor vergast, die Söhne und ihre holländischen Ehefrau nebst Kindern in Auschwitz ermordet. Seit 2010 erinnert am Gebäude des ZFK eine Gedenktafel an die jüdische Familie. Zusätzlich wurde im Juni 2013 ein Stolperstein für Rosa Marx vor dem Eingang verlegt. Nach Gründung des Aktiven Museums Südwestfalen 1996 gehörte Wolfgang zu den ersten Mitgliedern des neuen Vereins. Gemeinsame Veranstaltungen mit Wolfgang und Bernhard, zum Beispiel auch die Präsentation Bernhards Buches durch das Tor im Aktiven Museum, kam es wieder zu Kooperationen, die über Jahre mal weniger oder mal intensiver verfolgt wurden. Mit dem Beginn von Wolfgangs Krankheit ließen auch die kulturellen Kontakte nach. Wir sahen uns aber dann oft bei Spaziergängen hier in der Oberstadt, saßen im Sommer oft zusammen bei einem Eis vor der Eisdiele, um uns auszutauschen. Zuletzt, Wolfgang, warst du müde. Nach vielen Behandlungen im Marienkrankenhaus hatte dich dein Lebensmut verlassen. Du sprachst dies auch deutlich aus. Du warst immer ein Freund klarer Worte. So möchte ich abschließend ein Gedicht der jüdischen Autorin Mascha Kelleko zitieren, das ich dir, Wolfgang, wenige Wochen vor deinem Tod zukommen ließ. Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang, nur vor dem Tode derer, die mir nah sind. Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? Der weiß es wohl, dem Gleiches widerfuhr, und die es trugen, mögen mir vergeben. Bedenkt, den eigenen Tod, den stirbt man nur, doch mit dem Tod der anderen muss man leben. Johann Popp, wir sind die Kinder von Wolfgang. Zwei der drei. Wir sagen nichts, sondern wir spielen was. Ja. Wir hatten nur eine Probe. Ja, ich lebe in Brasilien, Johann in Hamburg und daher ist es etwas schwierig gewesen zu proben. Wir müssen uns nicht entschuldigen, wir spielen gut. Zuerst,
Also, mein Name ist Wolfgang Becker. Ich wollte mich einfach hier mal vordrängeln, weil ich das so genossen habe. Denn im Jahre 1954 kam Wolfgang Popp zu uns, Babette. Hallo. Und was er nach Winsbach gebracht hat, war vielleicht ein bisschen das, was wir gerade gehört haben. Dieses fröhliche, zärtliche und liebevolle Musikmachen. Das war uns eigentlich nicht so sehr bewusst. Wir hatten in Winsbach sehr viel Musik gemacht, aber sehr viel ernsthafte und sehr viel wichtige Musik. Und auf einmal kam Wolfgang Popp mit seiner fröhlichen und, ja, er hat es ja in seinen Büchern beschrieben, seiner auch zärtlichen und liebevollen Weise, wie er in Winsbach uns kennengelernt hat und wir ihn kennenlernen durften. Ich möchte nur ganz kurz sagen, wir sind 3 Jahre lang hintereinander immer durch die Wälder gegangen und haben uns alles Mögliche erzählt. Es war eine herrliche Zeit und wir haben viel Musik gemacht. Die Winterreise, die vorhin angesprochen ist, hat er mich begleitet. Ich habe gesungen damals und es war wunderschön. Und es war eine herrliche Zeit und ich glaube, wir in Winsbach haben von Wolfgang Popp sehr viel gewonnen. Dankeschön. Es geht um das erste Leben von Wolfgang, wo Musik. Es geht ganz kurz nur über die Zeit, in der ich Wolfgang auch kennengelernt hatte, nämlich um die Zeit, in der Musik für Wolfgang die wichtigste Sache war. Und wir haben uns ja kennengelernt an der Musikhochschule. Ich bin Katharine, seine erste Frau. Und wir haben sehr voneinander profitiert. Er konnte nämlich unheimlich viele Lieder. Er war für den Kunstgesang zuständig und es hat ihn interessiert. Und wie wir dann verheiratet waren, haben wir ungefähr alle 6 Wochen in einer Akademie ein Konzert zusammen gemacht. Er hat mich begleitet. Und wir haben immer darauf geachtet, dass wir jedes Mal ein neues Programm hatten. Ich auswendig und er hat mich begleitet. Und dadurch habe ich unheimlich viel gelernt, ein riesenhaftes Repertoire. Und ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass wir da so intensiv musikalisch gearbeitet haben. Und deswegen habe ich dir mitgebracht, ein Produkt aus dieser Zeit, unsere erste Platte, die wir gemacht haben, Wolfgang und ich. Mit großem Dank für dich. Mit großem, großem Dank für dich. So, das war's. Ingo Baldermann, ich habe Wolfgang in den Anfangszeiten der Uni kennengelernt und habe so die Erinnerung an eine Sitzung im Rektorat unter den Dekanen. Wir waren in verschiedenen Fachbereichen, gerade Dekan. Und so ein, manchmal ist es so ein Blick, den man austauscht, der auf einmal eine Freundschaft stiftet. Der damalige Rektor, ich nenne den Namen gar nicht, war sehr drauf aus, aus dieser neu gegründeten Gesamthochschule. Wir waren so der Überzeugung, das ist genau das, was ins Siegerland gehört. Eine Universität, die mal bricht mit all den Tabus, an denen die sonstigen Universitäten leiden. Der Rektor wollte gerade die Universität wieder dahin zurückführen und wir guckten uns verstehend an und wussten uns seither verbunden. Ich muss gerade als erstes, ich komme also sozusagen als einer, der mehr von außen kommt in diesen Kreis. Ich gehöre nicht zu den engsten Angehörigen und Freunden. Trotzdem waren wir seither, ich kann das schon sagen, in einer mich sehr berührenden Weise befreundet. Und der Tod kommt immer
erwartet und auch unerwartet. Und es ist so schwer, mit dem fertig zu werden, was man schuldig geblieben ist. Ich habe so eine Reihe von immer wieder angekündigten Besuchen. Ich hatte ein sehr intensives Gespräch mit Wolfgang. Dann war er im Krankenhaus, da habe ich ihn vergeblich besucht. Da war er gerade weg und dann immer wieder. Und auf einmal ist er nun nicht mehr da. Und mit solchen, mit dem, was man schuldig geblieben ist, das kennen Sie, kennt ihr alle, ist ganz schwer umzugehen. Mich tröstet da ein Gespräch, was von Dorothee Selle überliefert wird. Sie war an einem großen Friedenstag in der Nähe von Verdun, also aus dem Ersten Weltkrieg, das Schlachtfeld schlechthin, und sagte da mit großem Nachdruck: Wir reden jetzt nicht nur für uns, sondern wir reden auch für all die Toten, die damals hier geblieben sind. Kommt da ein naseweiser Reporter zu ihr und sagt: Ja, wie machst du denn das mit den Toten reden? Und sie fragt einfach zurück: Ja, redest du denn etwa nicht mehr mit den Toten? Wie arm bist du dran? So bleibt das bei uns. Man muss nicht religiös sein, ich bin Theologe, aber auch ohne das bin ich im Gespräch mit den Toten. Wie arm wären wir das nicht? Und so bleiben wir das auch mit Wolfgang. Das hat zu tun nicht mit Religion, das hat zu tun mit Wahrhaftigkeit und Freundschaft und mit Erinnern. Und das macht auch die Verbindung aus. Ich habe Grüße auszurichten von der Heinemann-Friedensgesellschaft. Unsere beiden Frontfrauen sind im Augenblick unterwegs, nicht in Siegen, aber gerade Astrid ist mit Pop verbunden gewesen über dieses Thema der Erinnerung aus der Studienzeit. Das ist ihr Lebensthema geblieben und geworden. Und was beide verbunden hat, ist auch die Hochachtung für Christa Wolf, die ja hier in der Bundesrepublik dann in Ungnade fiel. Sie haben beide mein Computer erinnert mich immer daran, er zaubert mir immer irgendwelche Bilder, von denen ich gar nicht weiß, wie er dazu kommt. Und da ist er in der letzten Zeit unbeirrt dabei geblieben und zeigt mir diesen Abend von Astrid Gräber und Wolfgang Kopp, zeigt mir das Bild von den beiden. Gerade jetzt, wo mich die Nacht von dem Tod trifft, ist mir das merkwürdig. Und also ich bleibe in der Erinnerung. Und Sie können sich vorstellen, wir Heinemann-Friedensgesellschaft hatten schon in der Friedensbewegung eine etwas andere Spur. Wir haben aber, Pop gehörte nicht nur zu den ersten Mitgliedern, sondern auch in den Vorstand. Wir haben oft hier Vorstandssitzungen im Hause gehabt. Und jedem hier wird das klar sein, dass das sehr heftige und auch sehr kontroverse Sitzungen waren, bis wir dann eines Tages auf den Gedanken kamen: Wir machen jetzt Punkt 1 der Tagesordnung. Pop spielt uns ein Impromptu von Schubert oder ein Intermezzo von Brahms. Und die Sitzungen waren dann schon anders eingestimmt. Für mich war das eine neue Seite. Für die meisten von Ihnen, von euch, ist das ganz vertraut. Ich war ganz überrascht, als ich Pop bei der Schubertiade in Feldkirch traf, als einen Verehrer von Schubert. Und diese Seite von ihm, wie soll ich sagen, aber dazu haben andere schon genug gesagt. Was ich noch an ihm festhalten möchte, ist die Schärfe der Auseinandersetzung mit ihm kennen wir alle, aber es war nie eine Schärfe, die aufs Verletzen aus war. Natürlich haben wir uns gegenseitig verletzt, auch, aber so diese Schärfe kam aus der Verzweiflung, die unserer Friedensarbeit von Anfang an innewohnt, die Verzweiflung, gegen Gummiwände zu rennen und am Ende doch, wer weiß, wenig auszurichten. Und mit dieser Leidenschaft der Verzweiflung verbindet mich nun auch wieder etwas, was mir durch Pop deutlicher geworden ist. Wir sind so gewohnt, die Romantik als etwas zu sehen, als ein Rückzug ins Bürgerliche. Biedermeier gilt heute als Ort des Rückzugs. Es war im Grunde die Verzweiflung der Revolutionäre. Und zu den Vertonungen nicht von Schubert, sondern von Schumann gehört auch ein Gedichtzyklus von Justinus Kerner. Der wird immer so gehandelt als ein etwas eigenbrödlerischer, schwäbischer Wunderdoktor. Das erste Gedicht in diesem Zyklus heißt: Du frisches Grün, junges Gras. Frisches Grün aufs Herz gelegt, macht, dass mein Herz stiller schlägt, ist ein Lied der Hoffnung, des Aufbruchs.
Und in diesem Zyklus das letzte unnachahmlich von Schumann mit Akkorden der Verzweiflung unterlegt. Mich heilt kein Kraut, nur, also in dem ersten Lied dieses grünes Gras aufs Herz gericht, macht das mein Herz schneller schlicht. Was höre ich alte Laute der Zeit, die ich vergaß und dem Wunder, dem ich traute. Und das Gedicht endet damit, mich heilt kein Kraut der Flur. Und aus dem Traum, dem Bösen, weckt mich ein Engel nur. Die politische Verzweiflung ist so das Grundmotiv der Romantik, das übersehen wir leicht. Und dieses Wort von dem Engel nur nehme ich zum Anlass nochmal zu sagen, das war Pops großes Glück, dass er immer auch in der Verzweiflung der sich steigernden Krankheit, dass er immer Engel um sich hatte, und einer von ihnen ist Bernhard. Ich möchte ihm so in unserem Namen auch nochmal danken für alles, was er getan hat. Danke. Ja, Sie haben es vielleicht gehört oder ihr habt es gehört, ich bin Gerhard Herle, und mein, was sonst zu mir zu sagen ist, kommt auch in meinen Worten vor. Ja, auch von mir, lieber Bernhard, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Angehörige, Familie, da damals, als ich nach Siegen kam, ihn alle Pop nannten, sagte ich immer Wolfgang zu ihm. Das hat er mit der ihm eigenen Nonchalance akzeptiert. Ob er es schön fand, haben wir nie besprochen. Wann und wo wir uns genau kennengelernt haben, ob hier oder im Waldschlösschen bei Göttingen, ich weiß es nicht mehr genau. Es war jedenfalls im Umkreis des Siegener Hans-Henne-Jahn-Kolloquiums im Frühjahr 1985, dass Wolfgang zusammen mit seinem damaligen Team, vor allem Maria Kalveram, die hier ist, und Dietrich Molitor, damals ausrichtete, und das gleichermaßen ein politisches Skandalon wie auch eine wissenschaftliche Initialzündung war. Mit diesem Kolloquium nahm das europaweit erste Sonderforschungsgebiet Homosexualität und Literatur seine Arbeit auf bzw. kam richtig in Fahrt. Dazu holte mich Wolfgang 1987 als wissenschaftlichen Mitarbeiter hier an die Universität Siegen. Ich war 8 Jahre lang als Redakteur der Zeitschrift Homosexualität und Literatur und als Mitveranstalter mehrerer großer Kongresse an seiner Seite tätig. Ich verwende den Ausdruck an seiner Seite mit Bedacht, denn Wolfgang verstand es wie kein zweiter, die potenziell heikle Beziehung zwischen Professor und Assistent als eine partnerschaftliche, gleichwertige Kooperation auszugestalten, in der die immer vorhandene strukturelle Hierarchie und Abhängigkeit zurücktrat hinter das partnerschaftliche Entwickeln und Bewältigen gemeinsamer Aufgaben. Diese Zeit gehört zu den besten Erfahrungen in meinem Leben, zu den besten Erfahrungen auch, die ich überhaupt mit Arbeit und Zusammenarbeit gemacht habe. Ich habe dabei immer erlebt, dass Wolfgang seine Chefrolle zwar durchaus ausfüllte, indem er zahlreiche Impulse gab, Projekte initiierte, zeitlich unbeschränkten Arbeitseinsatz für geradezu selbstverständlich hielt und, dies nicht zuletzt, sich um die finanziellen Grundlagen und Absicherungen sowohl der Vorhaben als auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmerte. Auch wenn er dabei nie bequem war und gegen den äußeren Anschein überhaupt nicht zum Laissez-faire neigte, habe ich nie erlebt, dass er seine Rolle ausspielte, um sich überlegen oder gar mächtig zu fühlen. Damit hob er sich deutlich und wohltuend von zahlreichen Kollegen ab, und im Unterschied zu ihnen hatte er es einfach nicht nötig, sich auf diese Weise zu beweisen. Dabei habe ich ihn keineswegs als bescheiden
erlebt. Im Gegenteil, er schien sich des Wertes seines Beitrags zu Wissenschaft, Politik und Gesellschaft immer so gewiss zu sein, dass er damit nicht auftrumpfen musste. Wolfgang Popp und ich haben vieles geteilt, waren aber auch in vielem unterschiedlich. Und vielleicht haben wir uns gerade deswegen so gut ergänzt. Zwar stimmten wir in unseren politischen Einschätzungen dem Grunde nach überein, aber mir war und blieb sein Veränderungsoptimismus, der Wolfgang bei allen Rückschlägen nie zu verlassen schien, immer etwas fremd. Der Kollege Mattenklott, zwischen dem und Wolfgang immer ein etwas fragiles Verhältnis bestand, hat ihn einmal etwas süffisant als ewig jugendbewegt bezeichnet. Damit hat man, sieht man von der kleinen, boshaften Spitze ab, etwas durchaus Treffendes gesagt. Wolfgang war immer in Bewegung. Auch wenn er viel in seinem Sessel in der Ecke des grandiosen Salons saß oder früher am französischen Pool mit Zigarillo und Weinglas oder auch Flasche. Einen Schreibtisch brauchte er nicht, unsere Besprechungen fanden in dieser Ecke statt und auch dort diktierte er seine zahlreichen Bände mit den Texten, die dann die Sekretärin ins Reine schrieb. Nur mühsam und eigentlich als Auslöser, ein Auslöser war dafür die Zeitschrift etc. PPF, die ich ihm am Anfang noch layouten half, nur mühsam konnte ich ihn zur Arbeit am PC gewinnen. Ja, er war geistig immer bewegt. Und es ging ihm auch immer um die Jugend. Und obwohl ich seine Auffassungen nicht alle teilte, dass wir mit unseren verhältnismäßig kleinen Aktivitäten die große Politik beeinflussen könnten, habe ich ihn unendlich dafür bewundert, dass er immer wieder neue Projekte ins Leben rief, sich unermüdlich für die Sache der Minderprivilegierten oder der Friedenserziehung oder der Schwulen- und Genderforschung oder einsetzte. Zeit und Geld schier grenzenlos investierte, Misserfolge überwand und Erfolge nicht als Erreichung des Ziels, sondern als Ansporn zum Weitergehen betrachtete. Neben seinem zupackenden Pragmatismus kam ich mir als gewissermaßen staatlich geprüfter Skeptiker manchmal recht armselig vor. Aber gerade hier habe ich immer erlebt, dass Wolfgang diese Differenz nicht zum Anlass nahm, auf mich herabzuschauen oder gar mich zu missionieren, sondern den Unterschied zu respektieren als eine Selbstverständlichkeit im Umgang mit anderen. Wenn heute der Begriff Diversitätsgewinn schon geradezu modisch gebraucht wird, Wolfgang hat ihn, ohne große Worte zu bemühen, selbst gelebt und anderen mir erlebbar gemacht und als Vermächtnis mitgegeben. Unsere Lebens- und Berufswege haben sich getroffen, sind fast ein Jahrzehnt ineinander und nebeneinander verlaufen und dann wieder etwas weiter auseinandergegangen, ohne dass wir uns aus dem Blick und das vor allem aus dem Herzen verloren hätten. In dieser Überschneidung der Wege geschah es auch, dass er sich von seiner ursprünglichen Domäne der konventionellen Lehrerinnen- und Lehrerbildung weiter wegbewegte, während er mich genau auf diese Spur setzte, von der ich zuvor keine Ahnung hatte. So eröffnete er uns gewissermaßen komplementär neue Aufgaben und Themenfelder, die uns ausfüllten. Was dabei mein Beitrag zu seiner beruflichen Entwicklung war, weiß ich nicht genau. Er hat mich nur immer spüren lassen, dass ich ihm ein wichtiger Gefährte war. Umgekehrt kann ich sagen, dass Wolfgang meiner persönlichen und beruflichen Entwicklung entscheidende Anstöße gegeben und Weichen gestellt hat. Er sah in mir, und ich glaube, das gilt für andere auch, Fähigkeiten, die mir selbst erst in seinem Blick auf mich zuwuchsen. Das war Förderung und Forderung in bester Weise. Auch darin liegt ein Vermächtnis, das ich als Verpflichtung angenommen habe. Ohne Wolfgangs Wertschätzung hätte ich mich wissenschaftlich nicht so ermutigt gefühlt, wie es in den Jahren hier in Siegen der Fall war. Bis heute
und das heißt nun dieses Jahr auch bis an die Grenze meines Ruhestands, schöpfe ich in didaktischer Hinsicht aus seinen Impulsen, aus denen ich vor allem mitgenommen habe, dass alles, was wir in der Lehrerinnenbildung und in der Schule und in der Hochschule tun oder auch lassen, höchst politisch ist. Dass wir uns zwar an fachlichen, vor allem aber an ethischen Maximen auszurichten und dass wir in Verantwortung für diese und die zukünftige Gesellschaft zu handeln haben. Darin liegt für mich auch der innere Zusammenhalt in dem ganzen so vielseitigen und vielschichtigen Leben und Denken und Handeln Wolfgang Popps. Für die zahllosen gemeinsamen Erlebnisse, die Denk- und Lebensanstöße, die Eröffnung neuer Perspektiven, für den unermüdlichen Einsatz für das Wohl anderer, für all das, was Wolfgang für mich und mein Leben bedeutete, bin und bleibe ich ihm meiner Lebtage von Herzen dankbar. Lieber Bernhard, liebe Familie, liebe Freunde, in meiner Erinnerung an Popp ist ziemlich privat und geht weitgehend über Musik. Wir haben viele Konzerte zusammen gehört, in La Roque d'Anteron, in Salon. Wir waren in der Oper zusammen. Er hat mir zur Hochzeit den Parsifal in Bayreuth geschenkt. Und ich möchte aber jetzt erinnern an einen mehr kontemplativen Moment, den es, solange ich mit Popp in irgendeiner Weise zusammengelebt habe, sozusagen sakrosankt war, der Sonntagmorgen mit Bach. Und ich möchte einen kleinen Choral abspielen, den er ganz oft am Klavier gespielt hat. Und ja, vielleicht einen Moment der Ruhe und der Besinnung. Jesus, Heil der Welt.
Ja, lieber Bernhard, liebe Familie, das, was ich sagen wollte, das ist eine Facette, die gut genau dazu passt. Stichwort war Sonntagvormittag. Und ich erinnere an Sonntagvormittag im April 1968 in Villigst, in der Nähe von Schwerte. Und das Szenario war, ich war jüngerer Vikar in Villigst, also bin Theologe und Studienleiter beim Evangelischen Studienwerk in Villigst. Und wir kannten uns, also Wolfgang und ich, seit 1962, war im Werksemester dort gewesen, in der Industrie rund um Schwerte. Und wir hatten uns beim Bier in der Ruhrbrücke kennengelernt. Und nun kam ich 6 Jahre später als Vikar für ein halbes Jahr nach Villigst und sollte den Gottesdienst halten. Und an der Orgel saß Wolfgang Popp. Und dies regelmäßig. Und das war noch eine Zeit, in der auch die Liturgie, zumindest in dieser Gemeinde, gesungen wurde. Und ich selber bin zwar textsicher manchmal, aber nicht tonsicher. Und das sagte ich Wolfgang. Also ich weiß nicht, wie ich das dann schaffen soll. Ich sagte, das macht überhaupt nichts, Gernot. Du fängst an und ich hol dich ein. Und so haben wir das gemacht. Und so, dass ich jeweils das erste Wort gerade lossang in meinem Dialekt sozusagen und Wolfgang absolut tonsicher unterfing mich und trug mich durch diesen Gottesdienst. Das ist mir jedes Mal in Erinnerung gekommen, wenn wir uns hier getroffen haben auf der Kölner Straße oder vor dem Apollo oder sonst irgendwo auf dem Weg. Ja, dies noch dazu. Danke. Ich bin Wolfgang sehr dankbar, dass er diese Form der Erinnerung und des Abschieds sich gewünscht hat, weil er hat gewusst, was für tolle Freundinnen und Freunde er hat. So, jetzt möchte Jan noch ein paar organisatorische Bemerkungen machen. Wobei, Jan, wir uns jetzt mal fragen müssen, aufgrund des Zeitverlaufs, ob wir jetzt noch diesen Fußweg oder Teilfußweg, den wir ja Popps Piste genannt haben, ob wir den jetzt überhaupt noch gehen können und wollen. Ich würde erst mal über diese Weg okay. fragen, wie sieht es aus, wer gibt es hier solche Gäste hier, die heute zeitliche Bedrängnis kommen? Denn die zeitliche Bedrängnis sorgt ja auch dafür, dass wir vielleicht schneller da oben sein müssten. Oder gibt es hier generell keine Zeitprobleme? Ja doch, da melden sich. Okay. 3, 4 melden sich. Dann würde ich fast mein Vorschlag wäre, wer hat ein Auto dabei? Wer kann zum Beispiel hinten bei der Hinterstraße beim Leonardo da Vinci vorfahren oder Axis Wende in der Hinterstraße und andere Gäste abholen? Die zweite Sache ist, die Rose hat hier Zettel, glaube ich, schon verteilt mit dem Anfahrtsplan, wie man zum Friedhof kommt. Die liegen da hinten. Liegen da hinten aus. Da ist meine Telefonnummer drauf. Sollte jemand verloren gehen, den Weg nicht wissen oder nicht wissen, wo er ist, keine Ahnung, Ähnliches. Wir haben im Hintergrund noch die Möglichkeit, kurz mal ein Taxi zu bestellen und diejenigen, die keine Mitfahrgelegenheit finden, notfalls mit dem Taxi zum Friedhof zu fahren. So, wir haben es dann, außerdem hatten wir das so geplant, dass diejenigen, die jetzt noch die sogenannte Popps Piste mit uns gehen wollen, das ist ein Weg von ungefähr einer halben Stunde, dass wir dann von dem Endpunkt aus mit Autos bis zu... Wie? Nein, es wollen noch etliche... das konntest du nicht sehen, Jan. Es wollen noch einige, wollen gerne noch den Weg zu Fuß machen. Es ist Stadtfest und es ist ganz voll schon. Ja. Also lieber direkt rechts fahren.
Also dann können wir das teilen. Ich will ja sowieso da zu Fuß gehen, weil die Idee ist dann, dass diejenigen, die zu Fuß gehen, dann vom Endpunkt dieses Weges, nämlich vom Café del Sol, mit dem Auto dann zum Friedhof hochgefahren werden. Da würden wir dann also auch ein Shuttle, sodass wir, Jan, wir können das doch so machen, dass wir diejenigen sich zusammentun, die von hier aus direkt zum Friedhof fahren wollen, und du gehörst dann auch dazu, und die anderen gehen mit mir dann bis zum Café del Sol, wie gesagt, eine halbe Stunde etwa, und werden dann von dort zum Friedhof noch hochgefahren, und dann können wir dort am Baumgrab noch einmal kurz an Wolfgang denken. Ja. Wie lange wird es dauern, wenn ihr den Weg zu Fuß machen und dann anschließend zum Friedhof bis zum Grab? Eine Stunde. Ja. Eine Stunde müssen wir rechnen. Ihr könntet dann natürlich auch schnell noch von einem unserer Fahrer zum Bahnhof gebracht werden. Ich frage erstmal so rum, wer hat keine Mitfahrgelegenheit, der gerne von hier aus los muss? Eine. Gibt es noch jemanden, der mitnehmen kann? Vier. Für diejenigen, die jetzt nicht mitgehen auf Pops Piste, lege ich unten auf den Tresen die Beschreibung des Weges, Pops Piste, sodass ihr dann das noch schriftlich nachvollziehen kann. Und unten am Tresen gibt es auch die Google Map. Und wir müssen vielleicht sagen, wann wir uns oben im Friedwald treffen. Weil die anderen, die sind ja, mit dem Auto bin ich ja schnell da. Ne? Ja. Aber die anderen kommen ja alle zusammen. Ich würde sagen, dann entscheidet oder jeder. Wir fahren zum Café del Sol und warten. Nee.